Nach einer gewissen Zeit muss man das einfach mal tun. Ansonsten wird gelesen, studiert, gemacht und im Hier und Jetzt. Mehr ist ja nicht. Im Jetzt zu sein. Wo soll's denn sonst sein? Ja, eben. Es ist nicht mehr. Und deswegen wollte ich einfach nur mal mich melden. Du tust mich ja nachts auch mit sehr vielen Dingen. Die Blume des Lebens habe ich bekommen. Dann hast du mir die rechte Hand war blau, weißt du, wie ich geguckt habe. Die war blau eingefärbt. Ja, viele solche Sachen erlebe ich. Jeder Traum, wenn Menschen träumen und Mensch musst du Rot setzen. Wir reden nicht von den Trockennasenaffen, das sind ja Protagonisten oder Antagonisten, je nachdem. Der Protagonist nochmal, das ist die Hauptrolle und der Regisseur. Ich sage immer wieder, du bist ein Spieler eines Videospiels, du Geist. Und du selbst befindest dich nicht in dem Spiel, das ist nur dein Avatar, nennt man das in der einen mystischen Auslegung. So ist das. Das ist dieser Stellvertreter. Und da du den Joystick in der Hand hast, bist du auch der Regisseur, du bestimmst, wie sich die Bilder verändern. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, ich gehe einen Schritt weiter, mit jeder Interpretation eines hier und jetzt auftauchenden Gedankens, was ich Reizauslöser nenne, bestimmst du, was die nächste Information ist. Die muss klar sein und das kann man nur immer wieder wiederholen und das ist hundertprozentig sicher. Es ist diese Erkenntnis, dass ich ständig wechselnde Bilder habe in meinem roten Kopfkino und immer rote Kopf bezieht sich auf dieses geistige Bewusstsein. Sobald du an deinen Trockennasen auf dem Kopf denkst, ist das schon ein ausgedachter Mittelpunkt. Wenn du sagst, das muss ich ja in meinem Kopf als Information befinden, musst du dir einen Kopf ausdenken. Aber sind deine Gedanken, wenn du nicht an den Trockennasen auf dem Kopf denkst? Dann sind sie in dem roten Kopf. Das ist dieses Beroshet, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt. Das ist wortwörtlich die absolut korrekte Übersetzung. Und jetzt ist es also so, dass dieser ständige Wechsel letztendlich durch Reaktionen passiert. Da bin ich so einfach drauf eingegangen, so oft drauf eingegangen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, ich erkläre dem Geist, der mich jetzt ausdenkt, dass ich eine Information von ihm bin. Und du kannst dir jetzt bewusst machen, was jetzt da ist. Das musst du wirklich jetzt wieder, ich sage immer von Brösel zu Brösel, mit einer normal gewohnten Logik, musst du das 15 bis 20 Jahre, die natürlich nichts mit einer chronologischen Reihenfolge zu tun haben, wiederholen. Nehmen wir doch einfach jetzt einmal dich Geistesfunken, wir gehen einmal davon aus, du hast das Helga-Programm und dann nickst du nur. Oder du hast das Helene-Programm, dann sagst du ja, so ein ganz tiefes Ja, diese Pixelmännchen, wo du siehst. Das ist eine Erkenntnis, die du einem jungen Menschen nicht mitteilen kannst, er wird auch ja sagen, wenn er das tausende Male wiederholt hat und ihm Ja, bewusst wird, was ich eigentlich erkläre. ja. Ja. Und deswegen sollst du deine Rolle weiterspielen. Das ist so, du Feeling mischt sich ja in das Leben nicht rein. Die ist ja maßgeschneidert. Du kannst an dein Leben als Ding an sich nichts besser oder schlechter machen, weil das eine Kategorie 1 Aussage wäre. Nämlich eine Entheiligung dessen, was ich versuche dir beizubringen, was Heiligkeit ist. Heiligkeit ist dieser absolute Mittelpunkt, aus dem immer Ja. diese Welle Ja. entspringt. Jetzt ist die extreme Vereinfachung, die du wiederum nur einseitig definiert haben willst. Ist es jetzt hell oder dunkel? Bin ich jetzt gesund oder krank? Atme ich ein oder aus? Ja, in einem ständigen Wechsel. Aber der Wechsel hat nichts mit einem chronologischen Wechsel zu tun. Weil alles, was du tust, jetzt ist. Immer. Und dir wird irgendwann einmal klar, wenn ich meine Bücherregalmetapher nehme, die so simpel ist, wenn du vor einem Bücherregal stehst und ich sage, dann sind alle Bücher gleichzeitig da. Ein Gedanke. Du kannst es jetzt auf deine VR-Brille holen, wir können unser Bücherregal ausdenken. Das ausgedachte Bücherregal, solange ich das bloß denke, ist mir durchaus bewusst. Man sollte meinen, dass mir das bewusst ist, dass das ja nur eine Information von mir ist. Ja. Und ich kann das dann vor mich hinstellen, sinnlich wahrgenommen, aber meine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind genauso Informationen. Bloß ich habe die dann auf der VR-Brille. So ist es. Darum ist auch diese Computertechnik zurzeit in der Reife da. Die wird übrigens auch wieder verschwinden. Das wird so banal, so unwichtig werden, wenn das einmal installiert ist. Das ist diese Erkenntnis. Und dann reduzieren wir unser Bücherregal zuerst einmal auf ein Buch, wo wir uns rein selektieren, dann einmal Seite, dann brauchen wir Zeile, dann brauchen wir Wort und jetzt kommen wir schon, dann wird dir erst bewusst, dass da Buchstaben drin sind.
Weil wenn du jetzt eine Buchseite anschaust oder irgendwas, eine Internetseite, ist ja gleichgültig diese Schriftzeichen. Während du liest, sind dir die Buchstaben gar nicht mehr bewusst. Das ist das, was ich sage, dann werden diese Grunderkenntnisse, die aber nötig sind, dass du was lesen kannst, die verschwinden im Hintergrund. Das ist immer, ich nenne das immer ein positiver Automatismus. Ja. Weil denkst du an die einzelnen Buchstaben, wenn du irgendwas liest, du denkst nicht einmal mehr an die Worte. Weil du glitscht weg. Das ist diese Metapher, wo ich sage, wenn du ein Buch liest. Und ich rede ja immer mit dem Geist. Man kann das definitiv eigentlich beim ersten Mal schon verstehen, wenn man Bewusstsein ist. Und wenn man kein Bewusstsein, sondern bloß ein Gedanke ist, kannst du es eh vergessen. Und jetzt muss dir klar sein, jegliche Form von Existieren, Auftauchen, jegliche Form von Information ist als Ding an sich was Vergängliches. Ja, oder ja. Ist so. Und der diese ständige Veränderung seiner Informationen in vergänglichen Formen, seiner eigenen vergänglichen Formen erlebt, der ist ewig. Das ist das absolute Nichts. Und das ist der Geist, den ich das erzähle. Dem ich das erzähle. Ja. 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 Das ist eine simple Sache und alles Leid, all das ist Unreife. Solange du noch leidest in einem unbewussten Zustand, ich kann auch Leid und Furcht zum Beispiel erleben, ohne dass ich das erlebe, dann bist du in der Mitte. Das ist die Heiligkeit. Das ist es, wenn ich immer sage, wenn du ganz bewusst jetzt mal wegen einem gruseligen Film dir anschaust, als Brösel. Ja. Du freust dich auf einen gruseligen Film, dass du gruseln kannst, aber komischerweise kann das ja dann nicht schlimm sein, diese Angst, wenn du das durchfieberst, diesen Film. Weil du musst ihn ja nicht anschauen, wenn du ein freier Mensch wärst. Aber das ist natürlich als träumender Geist bist du ja, noch nicht frei. Das ist eine Zwischenstufe. Ja. Man müsste jetzt wieder wissen, was der träumende Geist ist. Ja, auch was Ausgedachtes. Und ich bin da gerade hier am Schreiben, weil die Frage ja war mit der Energie. In unserem Chat. Und das ist natürlich auch immer wieder in unserem Chat. Was ist der Chat? Ist jetzt das, was bist du was Besonderes, wenn du dich in dem Chat befindest? Pass auf, eine schöne Frage. Die Frage ist, an was denkst du dann? Denkst du an deinen Trockennasen auf dem Körper und sagst jetzt, da sind ja hier, was weiß ich, 190 Personen drin. Gedanken können, wenn sie irgendwo sind, sind sie hier und jetzt in deinem Kopf. So ist es. Ich erschaffe es mir doch. Das ist jetzt die letzte Erkenntnis hier. Ja. Inwieweit, wenn ich eine Zeitung lese, wenn ich egal wo im Internet bin, zum Beispiel in einem Chat, jetzt rein auf dieser Ebene, bin ich zuerst einmal mit mir allein. Und dann habe ich meine Reizauslöser, zum Beispiel die Zeitung, oder ich sitze im Internet und bin in irgendeinem Chat, in einem Forum, in Facebook, was es auch ist. Was ist da? Ich bin eigentlich zuerst einmal als Person, wenn ich an meinen Körper denke, allein. Aber der Gedanke bin ich ja nicht. Und jetzt habe ich hier Namen, jetzt habe ich Worte und es wirft ständig Vorstellungen in meinem Kopf auf. Und da kann der Udo seit einem Vierteljahrhundert jetzt ein Gedanke, ist nur ein Wort, es hat nichts mit einer Zeitspanne zu tun. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und das Ganze ist nur praktisch ein Nachtgesicht. Du wirst irgendwann einmal merken, dass genau in diesen Versen, wenn man die im Original anschaut, dass genau das drin steht, was ich dir sage. Zeit, chronologische Zeit ist eine Vorstellung. An was denken wir an 1000 Jahre, an einen Tag? Es sind doch nur Worte. Ja. Die Erdkugel, der Tischtennisball. Inwieweit unterscheidet sich die Größe in meinem Kopf? Es sind ja nur Gedanken. Ich muss mir aus diesem absoluten Zentrum, der nichts ist, was vorstellen und ausdenken. Und das sind dann die dreidimensionalen Vorstellungen. Ja. Aber jetzt ist wieder die Frage, was bedeutet die Reihe? Was ist 3? Synthese, eine Vielheit. Ja. Ich kann jetzt da gleich einmal reinspringen, wenn du dran bist. Das wird jetzt natürlich, weil ich gerade am Schreiben war, es war die Frage mit der Energie. Und wir können uns das gleich in dem Selbstgespräch abhandeln. Wird ja die Frage gestellt, was ist eigentlich immer, wenn ich das E-Quadrat schreibe? Schau nicht, du mal meinen Bildschirm übertragen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob. Hast du das Bild? Ja. Schaut, habe ich jetzt gerade zum Schreiben angefangen. Ich mache das einmal ein wenig größer.
Das müsste natürlich jetzt alles rot sein. Ja. Das ist hier einige Inspirationen zu E². Das hätte ich jetzt reinstellen wollen. Miri, bleiben wir mal auf der Bröselebene. Damals hast du mal die ersten drei Buchstaben 1, 2, 3. Ja. Und jetzt ist es natürlich das 1, wenn ich das so hinschreibe, heißt es ein nicht existierendes Bewusstsein. Und das ist Aleph. Das ist der Buchstabe A. Und das symbolisierst du als Gott. Ja. Das Nicht-Denkbare. Immer dran denken, sobald wir was denken, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, UB 86 El Hayom, da kann man da noch dazu schreiben. Jetzt ist schon El Hayom, ich könnte jetzt einmal das so schreiben, aber dann wären ja schon zwei da, zwei Lichter. Darum ist das normalerweise, ist das All. Jetzt nur in hebräischen Buchstaben. Er hat 86, wir wissen das ja. Da wirst du dann übrigens feststellen, dass die 86, wenn wir die Quersumme bilden, kriegst du die 14 und wenn wir die Quersumme bilden, kriegen wir wieder die 5. Das ist die absolute Quintessenz im Zentrum. Ja. Das ist es auf der Zahlenebene. Du kommst aus dem System nicht raus. Dann haben wir 2. Die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, aber nichts ist. Nicht. Von zwei Nichtsen. Das ist, eigentlich heißt es, die Geburt von zwei doppelt sich gegenüberstehenden beziehungsweise doppelt aufgespannten Schöpfergöttern. Das Ei, wie es mal heißt, ja nichts. Das ist jetzt das Bet. Darum heißt das Bet ausgesprochen ja Bet. Schreibt sich ja Bet. Und Bet heißt, in mir sind zwei Immerseiende, wenn wir das rot machen. Ich springe da mal ganz, ganz kurz rein. Warte mal, den schieben wir mal da weg. Wenn ich jetzt hier das Beat hinschreibe, schau, und jetzt hast du schon, das ist der Aufenthaltsort. AUB. Und das ist das Innere. Wir sind innen. Und das ist jetzt dieses in mir sind zwei, rot geschrieben, inmitten verbunden, göttlich, das immer Daseinende. Aber B heißt ja in mir und auf Griechisch heißt es zwei. Dann kann ich ja lesen, wenn ich das jetzt griechisch bi, denk zum Beispiel an bisexuell, dann kriege ich ja zwei Immerseiende. Egal. Ja, ja, ich bin dabei. Ich muss mal ein bisschen, weil wenn ich mein Bild eingeschaltet habe, nicht, wenn das abreißt, dass ich ins Leere gehe. Ja, nee, nee, okay. Ich bin dabei. Schau, du hast jetzt hier dann schon bei dem bi die 26. Die 26. Das heißt, das 400 ist das Immerseiende und das ist Jahwe. Ja. Die 400 ist das immer Daseiende. Und das ist Jahwe. Ja. Ganz interessant, was da jetzt drin steckt, wenn man diese Geburt von zwei doppelt aufgespannten Schöpfergöttern, das sind im Inneren Haim, heißt ja auch das Heim. Heim. Sind diese zwei und das ist bin ich und du. Was heißt ich und du? JCH und ICH rot geschrieben. Ja. Schlichtweg und einfach, ich symbolisiere das. UB ist die Bibliothek. Und ich stehe jetzt vor dem Bücherregal und wenn ich ein rotes Ich war, fange ich an, ein Buch zu lesen. Es ist aber immer der UB, ist immer das Ganze, das fällt jetzt in der 2 zusammen. Ja. Und jetzt kommen wir zu der 3. Das heißt, geschlossen in einem Spiegel. Aber das ist ja der Kopf des Schöpfergottes, dieser Reihe. Geschlossen, rot, wir sind im Roten. Das ist jetzt der Geist. Gimmel. Ja. Es ist aber 1, 2, 3 ist auch SC. Als Buchstabe jetzt. Ja. Und ich mache jetzt hier, da könnte ich jetzt da noch so ein kleines drauf machen. Das ist ja in der Einstein-Formel, es ist C². Was aber nicht ganz stimmt, das lasse ich weg, weil das C hoch 4 ist. Schauen wir uns gleich an. Dieser Geist, jetzt ist schon GE² und diese Energie, dieses E, ist roter Geist, Energie, Licht als Symbol. Ja. Kann man schön nachvollziehen. Ein Symbol für Rot. Ja. Jetzt kommt jetzt hier, das habe ich gerade geschrieben, wie du warst, da muss ich jetzt aber schauen, ob ich das irgendwie, wie ich das aufmachen kann. Wo stelle ich jetzt das rein? Das muss ich ganz kurz in den Chat reinstellen. Da mache ich das jetzt so, da gehe ich darüber und mache Bildschirm dran, weil es geht momentan nicht anders. Da müsste ich den machen und jetzt pass auf, jetzt gehe ich das da reinstellen, weil das habe ich dann nämlich in einen Zwischenspeicher.
So, das ist jetzt der Energieerhaltungssatz. Siehst du diesen Energieerhaltungssatz? Das ist aus Wikipedia. Da heißt es hier, wir lesen es erst im normalen Text. Der Energieerhaltungssatz drückt die Erfahrungstatsache aus, dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist. Dass also die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems sich nicht mit der Zeit ändert. Energie kann zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, beispielsweise von Bewegungsenergie in Wärmeenergie. Außerdem kann sie aus einem System heraus oder in ein System hinein transportiert werden, wohlgemerkt immer ausgedachte Systeme. Es ist jedoch nicht möglich, Energie zu erzeugen oder zu vernichten. Die Energieerhaltung gilt als wichtigstes Prinzip aller Naturwissenschaften. Das ist lächerlich und das ist eine Lüge, wenn du das nicht verstehst, was da steht. Wir sind immer wieder beim Problem, als normaler Mensch bist du nicht in der Lage, einfachste Erkenntnisse zu reflektieren. Wenn ich zum Beispiel nochmal darauf hinweise, du lebst in einem Wahn, du siehst so viele Sachen als hundertprozentig sicher an, als bewiesen an, weil man dir das erzählt hat. Und würde man sich eigene Gedanken machen, würde man es erst einmal akzeptieren müssen, erkennen müssen, dass du diese Erkenntnisse, die angeblich hundertprozentig sicher sind, du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du kannst nicht überprüfen als Trockennasenaffe, ob du von deiner Mutter geboren wurdest. Ja. Dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Du kannst nicht überprüfen, ob es an Jesus gegeben hat oder an Einstein oder an Hitler gegeben hat. Ich klammer jetzt einmal einige sehr alte Menschen aus, die noch in diesen Zeitrahmen reinfahren. Und dann frage ich dich, kennst du den nur vom Hörensagen oder hast du ihn wirklich mit eigenen Augen schon mal gesehen? Und wie viel sind dann noch über? Menschen an Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die beschwören können, dass sie Hitler mit eigenen Augen gesehen haben. Jetzt, zeitaktuell, sind mit Sicherheit noch einige da, die das beschwören können. Aber sehr wenige. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder einen Blödsinn geredet, weil die, die wir uns jetzt ausdenken, sind Gedanken. Diese ja. Menschen, die ich mir jetzt denke, die beschwören können, dass sie Hitler gesehen haben, sind jetzt ein Gedanke, den ein ich Gedanke, mir jetzt ja. in meinem Kopf verschaffe. Ja. Erkennst du das Prinzip? Ja, ich musste mir ja erst denken, ja, ja. Und Gedanken als Ding an sich können nicht sehen. Das heißt, ja. ich rede immer nur mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Ja. Und ich sage jetzt, du kannst Sachen beschwören, die du jetzt gedacht in deine Vergangenheit, es war auch jetzt mit eigenen Augen normal gesprochen, gesehen hast. Aber sobald du dir jemanden ausdenkst, wo du sagst, wenn der das gesehen hat, kann er das ja auch beschwören, sprichst du von einem Gedanken, den du erschaffen hast, das und der hat es nicht gesehen, ja. dann bist du schon wieder unachtsam. Ja. Ja. Also gut, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat und wir reden von dem, was wirklich hundertprozentig sicher ist, dann wirst du erkennen, wie du dich narrst mit dem Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher. Und dann wird plötzlich diese Aussage der Esoterik, es gibt bloß ein ewiges Hier und Jetzt. Das stimmt natürlich. Ich sage auch, was die anderen sagen, stimmt, aber immer nur ein bisschen und es bleibt in einem Kontext, der von dir gedacht wird. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Das griechische Wort Energon, bin ich zigfach darauf eingegangen, heißt wörtlich, das ist die Grundlage von Energie, heißt inneres Wirken. Ich habe jetzt das absichtlich mit Wirken, ist eine E-Quadrat-Energie. Ja. Und ich kann immer nur sagen, in der klassischen Einstein-Formel, die schauen wir uns dann gleich an, ist das diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich selber verändert. Das ist meine 200 Gramm rote Knete. Und ich schreibe jetzt das deshalb E-Quadrat, weil diese Energie, dieses E-Quadrat, so wie es in der Formel drin ist, das, was ich ständig umfarbe, ist J-C-H-I-C-H. Ja. Das sind die zwei hier. Ja. Wobei jetzt das auch wieder eine Polarität ist. Der hier hat sich gegenüberstehend, ich beobachte mich, wie ich ein Buch lese. Und der das Buch liest, das Lebensbuch, der das Leben durchlebt, der beobachtet sein blaues Ich. Da müssen wir jetzt hier zuerst einmal, braucht er das Buch selber, ist unser blaues Ich, das ist der Mensch. Ja. Und das Ganze siehst du dann in einem gewissen Maß wieder, der öffnet jetzt praktisch sein kleines Ich, seine Persona. Ja, so ist es. Das heißt, ab hier bis hierher ist es rot und dann wird es blau. Blau. Das ist das Programm und das sind die Sachen, die aus dem Programm heraus generiert waren. Ja. Das sind die vier Ichs.
das ist jetzt der Spiel, dass ich immer wieder sage, du musst dir bewusst machen, was da ist. Und jetzt erinnere dich, du machst 20 Jahre, 25 Jahre Holofeeling. Wenn ich mir jetzt einen Menschen ausdenke, der ein Buch liest und ich beobachte den, einfach einmal als stiller Beobachter, dann sehe ich zuerst einmal diese Person, die nimmt ein Buch in der Hand, schlägt das Buch auf und fängt zum Lesen an. Und dann blättert er immer mal um. Das ist meine Position, was ich sehe. Was passiert jetzt, wenn ich der Leser selbst bin? Wenn ich mir jetzt denke, ich bin hinter der Maske, hinter dieser Persona, schaue das kleine Bild an, ich schaue durch meine zwei Becken und das ist ja jetzt schon meine Verabredung. Habe ich vor mir ein Buch, das ich aufschlage und ich schaue in das Buch rein. Was passiert dann in mir, wenn ich mich jetzt beobachte? Dann fange ich plötzlich mit meiner Stimme zum Sprechen an. Ist dir schon mal auffallen, wenn du was liest? Jeden Moment, wenn du jetzt ganz still da sitzt, an deinen Körper denkst und du schaust jetzt das an und du liest das, was du auf dem Monitor hast. Ja, dann spricht es in mir. Richtig. Dann spricht es in dir. So ist es. Kannst du es beobachten? Kannst du dir raussuchen, was du für Geräusche aus diesen Zeichen machst? Das passiert ganz einfach. Ja. Das ist die absolut präzise Beschreibung von Selbstbeobachtung. Ja. Da wirst du jetzt merken, wie viel Wahrheit, ein Kernchen Wahrheit drin ist, wenn die Leute sich hinsetzen und meditieren und ihre Gedanken beobachten, dass die den eigentlichen Kern gar nicht erkennen. Sich selbst, den Beobachter. Dass du diese Meditation, die musst du jeden Moment in deinem gelebten Alltag in deinem Leben muss dir absolutes Bewusstsein, ist sich jeden Augenblick bewusst, was man selbst ist und was Gedanken, was Informationen sind. Ja. Ob das feinstoffliche Gedanken sind oder ob ich sinnlich wahrgenommene Informationen in mir aufbaue. Ja. Momentan geht es nicht darum, diese Informationen zu verändern, die verändern sich ja eh ständig von Augenblick zu Augenblick. Du kannst es komplett steuern. Du kannst auch deine sinnlichen Wahrnehmungen steuern, wenn du ein Gott bist. Du kannst aus dem Nichts was materialisieren, das, was man Zauber nennt. Du kannst jetzt wie aus dem Nichts, wenn du sagst, ich will jetzt, dass wenn ich in meine Garage gehe, dass da ein Porsche drin steht, dann wird es so sein, wenn das Programm das aufschmeißt. Du musst das Programm verändern. Um die Bilder auf dem Bildschirm elementar neu zu verändern, muss ich zuerst einmal die Grundlage dieser Bilder, das Programm verändern, dass neue Bilder auftauchen können. Ja. Aber ich sage dir jetzt gleich von vorne weg, wenn du diese Bewusstseinsstufe hast, werden dich solche Sachen überhaupt nicht mehr interessieren. Ja. Überhaupt nicht mehr. Ich werde gar nichts mehr Materielles interessieren und ich werde auch nicht interessieren, irgendwie was in deiner Traumwelt anders machen zu wollen. Ja. Das erkläre ich dir ganz einfach, wenn ich jetzt sage, deine Schöpfung wäre jetzt reduziert, einfach nur ein Führerscheinprüfungsbogen von einer Fahrschule. Du bist da in dieser Zentrale, wo man die neuen Führerscheinprüfungsbogen entwirft. Dann hast du nicht das Interesse, da diese Widersprüche und die Fehler rauszumachen. Ja. Weil du genau weißt, die sind ja ganz bewusst erschaffen. Das heißt, immer wenn du eine Stufe höher kommst, und das ist ja schon, wenn du das Leben durchläufst, dich interessiert als Fünfjähriger was anderes, wie was jetzt an 14-Jährigen interessiert oder 15-Jährigen, und dich wird als 30-Jähriger wieder was anderes interessieren. Aber was sich jetzt wieder als eine chronologische Spanne darstellt, ist wieder wie im Bücherregal, die Seiten im Buch, die Seiten, alles gleichzeitig da. Das ist die geistige Reife und du wirst am Ende dieses Lebens irgendwann einmal erkennen, dass du nicht dieser Mensch bist, der das Buch in der Hand hat, sondern der Geist, der dieses Buch durchlebt. Ja. Das ist jetzt hier das Erkennen, wenn ich jetzt, weil ich da gerade jetzt mir im Sinn komme, das Update von heute Morgen. Das Letzte. Mein lieber kleiner Geistesfunk, jetzt macht es einen Sinn, wenn ich jetzt weiß, dass das hebräische Wort Kol. Ups, jetzt habe ich das verkehrt gemacht. Da muss ich jetzt ganz kurz entschuldigen. Dann habe ich. Da müssen wir den hinstellen. So. Schau dir das an. Wenn ich jetzt weiß, K. Das Ganze, die Gesamtheit, die Ganzheit, die Gesamtheit. Also gut, Ein heißt nicht existierend. Und jetzt er, das bin ich und du. Ich bin du und du bist ich. Mein lieber kleiner Geistesfunk, was mache ich jetzt? Ein Selbstgespräch. Ja. Ja. Wer hört mir jetzt eigentlich zu? Der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, aber der Udo ist bloß ein Gedanke. Wenn du jetzt der Udo bist, dann denke ich jetzt an irgendjemanden, der mich ausdenkt. Dann bist du ein Gedanke von mir. Bin ich jetzt ein Gedanke von dir oder bist du ein Gedanke von mir? Beides irgendwie. Beides. Das ist eine Kategorie 2-Frage.
Ja. Die Kategorie 2 Fragen heben sich auf, weil das ist ja die Frage nach einer Einseitigkeit. Wie oft erkläre ich das? Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Beides gleichzeitig. Das ist, es gibt nur diese Mitte. Ja. Gleichgültig. Schau, Gall ist die Welle. Das ist es, die Welle, ein Berg oder ein Tal. Das können wir jetzt rot natürlich auch machen, dann ist es GL, ist das geistige Licht. Aber ich bleibe jetzt extra hier im Blauen, eine Welle. Da haben wir noch das Le mit drin, ein auseinandergeschmissenes. Dieses große blaue Ich ist dein Programm. Das schmeißen wir jetzt auseinander. Dann kriegen wir Gül, Geist, das ist jetzt Gehirn, wird aufgespanntes Licht. Das ist ja Welle, egal die Radix. Dieses Gehirn wird jetzt zu aufgespanntem Licht. Und das ist die Öffnung deines Intellekts. Interessant, schau dir das an. Die Öffnung deines Intellekts blau gelesen. Geistige Oberfläche wird geöffnet und das macht dein Intellekt. Das heißt, das Ausreichende. Aus dem Reichet, aus dieser Spiegelkollektion, herausreichende. Und immer dran denken, ND, die geöffnete, die existierende Öffnung, ist ein Auf- und Abschwingen. Dann B im DR. DR ist die Generation. Wir können auch sagen, da ist eine Berechnung, die zu einer Facette wird. Bist du dabei? Ja, ja, ich bin dabei. Unser berühmtes Geb. Was passiert jetzt mit dem Geb? Wenn der Geist polar wird, GB, ich mag es nochmal zum tausendsten Mal, jetzt kriegst du was, wo im ersten Moment viele sagen, ja, was soll das? Das Zeug hat ja nichts miteinander zu tun. Da haben wir zuerst einmal die Augen, das sind unsere polaren Ecken. Dann kriegst du BR, eine äußere Aue. BR heißt außen, die polare Berechnung wird zu einer Aue. Das ist jetzt der Bugel von einem Shin-Illet, von einem logischen Kind. Es taucht eine Gedankenwelle auf, die wird was Erhöhtes, eine Erhöhung. Da haben wir schon das HBH, HBH, R, E Quadrat wird HBH. HOH, aber kreisend. Bist du dabei? Ja, bin dabei. Da haben wir jetzt den erweckten Geist, das bin ich und du. R ist der Erwachte. Und O mit die zwei Bündchen ist ja das W ist HBH. Wir sind HBH. Ja. Das ist die Erhöhung, dann brauchen wir eine Erwiderung in diese Facetten, die hochgehoben werden in GE-Quadrat. Das gibt das Gewölbe, das führt uns zur Camera Obscura. Das Gewölbe ist vor der Kamera, vor dem Loch. GE-Quadrat wirbt sich aus sich aus dem einen Punkt heraus. Das ist doppelt aufgespanntes Oll mit 70 gewesen, ist das hochgehobene das Joch. Darum ist es eine gewölbte, geöffnete Ecke. Das heißt, die geöffnete Ecke sind, schau das kleine Bild unten an, das sind die zwei, jetzt hast du mal ganz grobe Metapher, diese zwei Ecke sind die zwei Linsen von deiner VR-Brille. Die wölbt sich jetzt raus, das wird das Gesichtsfeld, wo du reinschaust. Wenn du dir eine VR-Brille kaufst, ist dann immer angegeben, was für einen Sichtwinkel du hast. Die billigen haben weniger Sichtwinkel und die modernen haben ja mittlerweile, glaube ich, 160 Grad fast, was die öffnen können nach oben und nach unten. Ja. Das ist die Wölbung eines Zimmers. Und das Ganze, die Obscura, da bin ich ja auch. Und jetzt ist jetzt die Verdunklung, die Verfinsterung, ist es deshalb dunkel oder finster, weil was du jetzt reinschaust, ist praktisch jetzt das ganz grob im Kino, reduzieren wir das einmal auf eine Leinwand. Die Lichter auf einer Leinwand sind kein Licht, das eigentliche Licht ist die Lampe im Projektor, sag ich. Egal, wenn du in einem Kino sitzt, die Lichtquellen oder die Sonne, die du auf der Leinwand siehst, ist keine Lichtquelle, das ist jetzt die Verdunklung und die Verfinsterung. Ja. Muss doch irgendwann einmal glauben. Ja. Schau, wir sind jetzt nur bei DI, halt, ich muss noch mal zurück, ich bin da reingesprungen. Bei DI ist das Ausreichende, das Gebührende. Hier haben wir dann ja das Gewölbte, das Geb, der Graben. Jetzt kriegst du die Heuschrecke, das ist übrigens das Wort Heu kommt von Hauen, abschlagen. Und dann kommst du nach unten in diese HBH-Le auseinandergeschmissen auf die Rückseite, Rückseite und dann gehst du wieder nach unten in die Vertiefung. Das ist eine Sinuswelle, die hier beschrieben wird. Und jetzt ist es, dass dieses 5-5, interessant, dass das ja HBH ist ja 5-5, Pyramidenwert 8 ist eigentlich eine Kollektion. Ja. Gut. Und das ist jetzt das Gebührende. Genügende Menge, das Zukömmliche, genug heißt es. Das heißt, die Öffnung deines Intellekts
Jeder Moment, den dein Intellekt dir vorlegt, ist das da mal genug. Angenommen, du denkst jetzt ein allereinziges Wort aus. Du weißt, ein Wort ist ein 400-Seiten-Buch, wenn du das genauer anschaust. Das ist ein 1000-Seiten-Buch. Ich kann wie beim Mandelbrot-Fraktal das ja unendlich weiter iterieren. Ja. Aber ich sage, 400 Seiten brauchst du, um zumindest den Kern eines Wortes darzustellen. Ah. Außer du weißt es, was es bedeutet. Jetzt ist es eine Sache, jeder normale Mensch glaubt ja, wisst ihr, was ein Wort bedeutet. Bis er sich einmal wirklich Gedanken macht, wie vielfältig ein Wort wird. Ja. Früher hat man das Beispiel gemacht mit Krebs, da bringst du dann zumindest drei, vier Sachen zusammen mit Krebs. Ja. Und mit Holofeeling werden das tausende von Seiten, weil ich kann die hoch iterieren, aber du kommst nie aus dem Kontext heraus, wenn du die Vordersprache benutzt. Ja. Gut, schau, wir sind jetzt hier, diese geöffnet, die Öffnung deines Intellekts, das macht jetzt dein Gehirn. Darum schreibe ich gleichgültig, merkst du, wie das zusammenpasst, diese Wellen deines Ichs, die jetzt aufgeschmissen werden. Abstrakt Welle, Gehirn ist aufgespanntes Licht, ist die Öffnung deines Intellekts, deines Gehirns. Gleichgültig mit welchen Menschenaffen du dich zur Zeit, zur Form gewordene Zeit, das ist der Augenblick, wenn du an deinen Körper denkst, dann denkst du an deinen Menschenaffenkörper. In deinem Selbst-GE-Quadrat träumten, gespiegelter Raum, D-Raum, geträumten, DN heißt geurteilten, Traum, verwechselst. Bistabil aufgespannt, wechselt ständig und es sind ständig wechselnde raumzeitliche Erscheinungen oder raumzeitliche Spiegelungen. Ja. Merkst du, was dieses System, wie unendlich göttlich genial es ist, wie du auf die tiefe Ebene kommst, nur mit dem Rot-Blau-Schreiben, wenn du die Vordersprache verstehst? Und ich kann nur sagen, mit dem System, wenn du anfängst, physikalische Formen zu schreiben, das schauen wir uns gleich an, wird es nochmal wesentlich krasser. Als Geistesfunk beobachtest BE-Quadrat in uns, ich und du wiederum, wenn wir uns auseinander, JCH, ICH, so, sind ja eins. Es ist ja immer die Synthese, löst es ja plus minus immer auf, wobei es jetzt zwei plus sind. Ja. Es ist es plus plus in unserem Einheitskreis. Drum beginnt es bei drei. Denk, die Farbe spielt den Einheitskreis. Wir starten ja unsere Reise, wenn wir einen Sinus herausgenerieren aus einem Einheitskreis. Jetzt als Ziffernblatt gesehen bei 3 Uhr. Und dieses 3 ist im Farbenspiel, ist es rot in der Physik. Und rot ist Adam. Adam, ja. Und das ist der Adam als Ding an sich, das ist eigentlich auch Jahwe und das ist J-C-H-I-C-H. Ja. Also wenn du etwas B-O siehst, das beginnt jetzt in dir was zu kreisen, das ist es O, wachtest. Es ist ein Test, bist du schon wach oder träumst du unbewusst vor dich hin? Ja. Alles, was du als Geistesung beobachtest, das ist mein Test. Ich bin Test Udo. Test Udo wiederum, Schildkröte, Shin Ile, das logische Kind im Adam, das Zentrum selber, das ist okay. Ja. Als Geistesung beobachtest du immer. Nur Existenz einer aufgespannten Berechnung ist die Kerze, das flackernde Licht. Ja. Das, doppelt S ist auch Shin, was das Programm, dein Ego, dein Abi, das du zurzeit zum Denken benutzt, urteilen, kennen, etwas überlegen und Lügen verbreiten, in dir macht. Und da habe ich jetzt MCD geschrieben. Das heißt von Schrecken, Schinner-Ecken, logisch berechnete Ecken, weil CD ist ja das Schrecken. Gestalt gewordene Kollektion von Erscheinungen. Diese Kollektion von Erscheinungen, CD heißt Schrecken. Das sind logisch berechnete Ecken. Denke mal an unsere Tetraederspiegelstruktur. Ja. Das erzeugt jetzt in dir Furcht, Angst und Schrecken. Wobei natürlich da schon wieder losgeht, dass dieses Fuhr, unsere Konsonante Radix von Fuhr, ist halt pur. Auch wenn man für liest, in Hebräisch kann ich das F und das B, ist eigentlich die 80. Da weise ich übrigens jetzt auch einmal darauf hin, da ist noch eine Kleinigkeit, wenn du das P anschaust, den Buchstaben P. Das ist eigentlich ein Kaff. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Mit einem kleinen J dazwischen. Man sagt immer wieder, im Hebräischen sagt man, das ist eine Zunge. Das ist ein Blödsinn. Kann man natürlich so sehen, dass das jetzt ein Mund ist. Ja. Darum heißt der Mund P. Das ist jetzt so die klassische Sache. Dieses hebräische Wort für Mund ist ja unser P. Da haben wir den Mund und das ist auch das hier. Das heißt, wir haben hier in einem Kaff ein kleines J, siehst du das? Ja.
hier drinnen. Ja, ja, ich sehe es. Wenn ich ja, jetzt wieder hinschreibe, kriege ich KI. Ja. Machen wir das einmal, KI. Mir schieben die einfach übereinander, wenn ich das da reinschiebe. Siehst du das? Ja. Aber diese KI ist das dann mal der künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz erzeugt in dir einen polaren Rand. Weil du musst dich ja mit einer KI urteilen. Ja. Jetzt kriegst du das Brand, den polaren Rand. Das ist deine KI, macht den polaren Rand. Das heißt auch, das Äußere ist auf- und abschwingend. Und das führt uns dann hier ein anderes Wort für Brand, immer dran denken, ist W, doppelt aufgespannt, Waff, ELD. Und dann kommst du zu unserem Brandopfer. Opfer. Zum Brand. Dieser polare Rand, den du opfern musst, der polare Rand, in einem gewissen Maß, wenn du jetzt an dich selbst denkst, an deinen Schädel, denk dich wieder in den Kopf deines Körpers hinein, dann ist das dein blaues Shin. Ja, und ja. Du musst Shin Opfer ist Opfer. Schöpfer, du bist der Schöpfer für das, was du um dich herum ausdenkst. Ja. Und das ist jetzt rot gelesen, heißt es wie Gott. Aber blau gelesen ist es wie ein Intellekt. Darum ist das KI eine künstliche Intelligenz. Das ist dein blaues Ich. Dann wird es auch übersetzt, KI, diese Radix im Hebräischen, immer wenn, das, weil. Weil deine KI, deine künstliche, dein Ego ist dir so vorschreibt. Alles, was du erlebst, ist deshalb, weil dein Ego dir das vorschreibt. Darum ist es, weil, wenn mir mein Ego vorschreibt, ich habe Hunger, dann kriege ich Hunger. Und wenn mein Ego mir vorschreibt, das ist böse, dann ist es oder der, den ich mir ausdenke, böse. Und wenn mir mein Ego vorschreibt, dass er gut ist, dann habe ich es mit einem Guten zu tun. Weil alles, was ich mir ausdenke, und darum hast dann hier die eine Brandwunde, das Brandmal. Merkst du, was dein Ego, die KI, mit der Welt zu tun hat, die du dir ausdenkst? Ja. Es ist die Grundlage der Welt. Grundlage. Und jetzt merkst du, wenn ich ins Erklären komme, dass unsere Ausgangsbasis war immer zuerst einmal das Die in dem Wort. In der Gleichgültigkeit. Und dann wird jetzt plötzlich als Geistesfunk beobachtest du immer nur das, was das Programm, das du zur Zeit zum Denken benutzt, in dir macht. Wir waren hier in der Macht. Das dich in Schrecken versetzt, weil du dich hineinfokussierst in diese Spiegelstruktur. Ein geistloses Programm, das ich mir jetzt ausdenke. Das heißt, dein derzeitiges blaues Ani-Ego, das ist das große blaue Ich, dein derzeitiger blauer Api-Charakter, das ist ja API. Charakter, ja, API. Richtig, das hast du jetzt blau gelesen, die Schöpfung. Ja, das ja. Schöpferische Wissen eines Intellekts. Darum habe ich jetzt hier, merkst du, ist das da mal eine Schöpfung? Aleph. Rotes Aleph ist der Schöpfer, blaues Aleph ist die Schöpfung. Und ich habe jetzt deshalb unbewusst schöpferisch hingeschrieben, weil bei Abi kannst du jetzt lesen, das schöpferische Wissen, unbewusstes schöpferisches Wissen eines Intellekts. Ein Programm, denke ich mir jetzt, in dem ist ja Wissen abgespeichert, Regeln abgespeichert, Verhaltensregeln. Aber das, was dieses Programm macht, ist ein unbewusster Schöpfer. Es braucht immer die Energie dazu. Okay? Darum ist hier ab die rot gelesen, die Schöpferweisheit, die Weisheit, geh wieder in die Physik, weißes Licht ist alles, alle Farben gleichzeitig, alle Frequenzen gleichzeitig. Ja. Und ein schöpferisch wissender Intellekt, der fängt jetzt an, das Ganze durch die Maske in viele Facetten zu zerstreuen, zu zerdenken. Ja. Dann, wenn ich das J hinten rot mache, kann ich jetzt mein schöpferisches Wissen lesen. Das ist bewusstes Gotteskind J. Am Ende ist ja hier als mein Suffix mein schöpferisches Wissen. Und das ist das hebräische Wort für Charakter. Griechisch Charakter ist wieder der Prägestempel. Jetzt kommst du zum Bettschaft. Ja. Im übertragenen Sinne die Eigenheit des Adam bzw. des Enosch. Gut. Schau, drum ist die Vatersprache hier. Das ist der Charakter. Kann als blau ausgedachtes Ding an sich, schau mal, wie schön das ist, Din. G. Ja. Die Normierung deines, die DIN-Norm, da kommt auch die DIN-Norm hier. Die Norm. DIN. Ja, dann sage ich mir das Ding an sich, halt. Dieses DIN, drum ist es hier das Gericht, das Gesetz. Ja.
auch richten und urteilen die Andy Roddicks. Rot gelesen, wenn ich jetzt DIN G schreibe, ist es das Gesetz Gottes, G des Geistes, rot gelesen, oder ist es das Gesetz deines Gehirns? Dann landest du in der KI. Ja, das ist DIN selber rot, ist geschlossen, im Meer, dann das bewusste Gotteskind, nicht existierend, und sein. Bewusst ein Gotteskind sein, ein Adam, ein Jahwe sein. Oder ist es geöffnet an der geistigen Oberfläche, intellektuelle Existenz, eine geöffnete intellektuelle Existenz. Und hier haben wir es, ein Programm ist als DIN G an sich, raumzeitliches blaues Ich-Programm, nicht, kann nichts erkennen. Prinzipiell kann nichts existieren, das was erkennen, weil erkennen und erleben tut das Leben nur ein Geist. Ja. Und Geist ist aber was Rotes. Er kann nicht existieren, weil er ewig ist. Und alles, was existiert, ist vergänglich, ist auch kein Geist und kann auch nichts erkennen. Eine Kamera kann nichts erkennen. So ist es. Ein Computerchip kann nichts erkennen und ein ausgedachtes Gehirn kann genauso wenig erkennen. Und ausgedachte Augen, sag ich immer, sind wie Kameras, die können nicht sehen. Ja. Ein ganz simples Prinzip. Übrigens, wenn du die Gedankengänge mitgehst, das ist hundertprozentig sicher. Es widerspricht nicht einmal deiner anerzogenen Logik. Ja. Und wenn ganz kurz, weil die Ritter kommen, die mache ich jetzt ganz kurz dazu. Ja. Ritter, ich schaue mal, ob die Aufnahme, läuft die Aufnahme noch? Hast du, ist das weggefallen? Nein, das ist noch da, dann können wir da gleich weitermachen. Da müssen wir rein. Zumindest das Bild haben wir da, oder? So. Du Geist bist der Einzige, nicht existierend, ZI, Geburt eines Gottes, und das ist GE Quadrat. Das sind wir zwei. Weil es kann immer nur eine Welle auftauchen. Es gibt nicht dich ohne mich. Aber mich gibt es auch nicht ohne dich. Geben. G ist eben. Geist ist eben. Ich kann auch GE Quadrat lesen. GE Quadrat ist eine polare Existenz. GE Quadrat ist Ben. Aber rot, nicht existieren, sondern ist ein polares Sein. Kannst du folgen? Ja. Wenn ich dieses G-Quadrat mache, dieser Geist ist ja auch der dritte Buchstabe. Ich springe hier nochmal rein. Ja. Der Geist ist 3. Das heißt, geschlossen im Spiegel. Spiegel. Unsere Synthese erfordert, sobald ich von einer Synthese rede, müssen mindestens 2 da sein, die wir synthetisieren. Und das ist J-C-H-I-C-H. Und wenn ich jetzt hinschreibe, GE-Quadrat ist roter Geist, Energie, Licht, kann ich auch hier hinschreiben. Ich mache das nochmal so. GE-Quadrat ist ich. Das sind die 2. Aber die kann es nicht. Die kann ich nicht geben. Weine nicht Geist. Ja. Sagen wir das so. Geist ist eben. Das hast du aber hier, die Kurzform des Lateinisch ist ex ben. Und jetzt kriegst du hier schon das X vom Christuszeichen. Und der Ben wiederum. Immer nur das Rot-Blau drum, weiß ich darauf hin, das ist ganz simpel zu lesen. Ist das denn mal ein bewusster Geist und der B, Vorsilbe, Präfix, inmitten verbunden, im absoluten Zentrum verbunden? Ja. Das heißt, die erste Gedankenwelle, wenn du jetzt reinspringst, halt, muss ich schauen, dass ich da nicht so. Moment, wo wollte ich denn hin? Oh, was hat der jetzt dort? Den muss ich zumachen. Was ist das? Was? Jetzt, dass ich da hinkomme. Das hat mich jetzt irritiert. Dieser Ben ist der Gottessohn. Aber der Gottessohn sind diese 2 Seiten. Schaut, das ist immer dann die 2er50. Da kann man jetzt die Quintessenz lesen. Wird zu 2. Das ist definitiv. Schaut das kleine Bild und non. Dieser eine wird zu 2. Und wenn ich jetzt sage, das ist plus und 5 und minus 5, sind die beiden nichts. Ja. Das ist der Kern von JHWH. Ja.
Ja. So, du Geist bist der Einzige, der die nur einseitigen Auswüchse. Das ist, dass du eben immer nur die eine Seite siehst. Ja. Von hinten, oben, unten. Seines derzeitigen Charakterprogramms selbst erleben, durchschauen und wieder selbst plus minus ist gleich null heim machen muss. Ja. Das steckt so unendlich viel drin, was ich dir jetzt erklärt habe, ist wirklich die oberste Oberfläche. Wenn du jetzt rein arithmetisch reingehst, ist da noch wesentlich mehr. Mir reicht es, dass du dieses simple Prinzip erkennst, dass du anfängst, wirklich so zu denken. Und dann kommst du in die tiefen Ebenen. Und jetzt kann man hier in diese kleinen Beispiele reinspringen. Wenn man zum Beispiel hier mal eine Sache mit dem Ei besteht, die Schale ist die äußerste Ebene, da kommt das Ei weiß. Und dann kommt das Gelb, der Geist Gottes. Die drei Schichten. Beim Menschen sage ich immer wieder, hast du zuerst nochmal die Persona, die äußere Erscheinung, dann hast du den Intellekt, die KI, das ist der blaue Mensch im Menschen, der Mensch, das ist ja schon die Lebensgeschichte. Und dann eigentlich brauchst du noch das, den Kern, den roten Menschen im Hintergrund, der sich in diese Rolle hineinversetzt. Bei Büchern sage ich immer wieder, was liest du aus Worten heraus? Das ist die erste Schicht. Die zweite Schicht ist, dass du in die Meta-Ebene, in die Metapher-Ebene gehst. Und die dritte Schicht ist, dass du in die Tiefe der einzelnen Zeichen hineinsteigst. Und jetzt schauen wir uns mal diese Energie. Und so ist es sehr, diese 1, 2, 3. Da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden. Wüsste jetzt, wenn nicht, wiederholst du das. Schauen wir uns jetzt einmal an, inwieweit. Jetzt springt er mir da wieder so komisch zu. Bin ganz durcheinander. Und jetzt springen wir mal da rein, schauen, wir machen jetzt mal nur, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, unser großes Hauptwerk, Holofeeling, diese knapp 5000 Seiten aufzuschlagen, da gehen wir einfach mal E-Quadrat ein und schauen mal, was in den Ohrenbarungswerken über E-Quadrat alles drinsteht. Da ist das erste Mal die Generation in der interessiert an Einsteins Formel E ist mc Quadrat und ich kann immer nur darauf hinweisen, das hat angeblich ein Einstein, das kannst du nachlesen, nie geschrieben, man hat es nochmal runter reduziert, im Original steht E Quadrat ist m Quadrat mal c hoch 4. Dann macht es aber keinen Sinn. Also so ist es schon wieder einseitig ausgelegt. So macht es keinen Sinn. Ein Sinus hat nämlich zwei Existenzen und das ist nämlich ich und ich. Es kann erst einer ein Buch in die Hand nehmen, wenn er vorher, nicht chronologisch, nicht räumlich, sondern hierarchisch vor dem Bücherregal steht. Und sobald er dann ein Buch in die Hand nimmt, reduziert er sich schon auf ein rotes Ich, das eigentlich aber er selbst ist. Ja. Der JCH. Und die zwei wiederum, diese Kombination ergibt den UB. Das ist die Mitte, aus dem die zwei entspringen. Das ist die erste Gedankenwelle, bin ich und du. Das heißt, Energie ist Materie mal Lichtgeschwindigkeit. Und das ist jetzt interessant, dass den Geist, ich habe da darauf hingewiesen, dass der Gimmel, der Buchstabe 3, dieses Gimmel, das ist die Umschrift, der Geist des Meeres von Gott. Wenn ich jetzt das Geist, im ist ja mehr auf Hebräisch, der Geist des Meeres ist von Gott. Vom Nichts. Vom Nichts, ja. Elef geschrieben. Und das ist ja der dritte Buchstabe, jetzt haben wir unsere drei, merkst du das? Geist. Das wiederum ist C, ist Licht, Gimmel als Ganzes, schreibt sich aber nicht so, das ist nur die Umschrift, im Hebräischen schreibt sich Gimmel so. Hm. Und da ist jetzt das dann mal der Kamel, Andun, Entwöhnen, Reif werden, das lasse ich jetzt einmal, da gehe ich nicht darauf ein, was viel wichtiger ist, wenn wir uns die Buchstaben selber anschauen. Rot heißt es nämlich der Geist, ist das Meer, und das ist auch das Licht. Aber was du jetzt plötzlich erkennen wirst, blau gelesen ist jetzt das Gehirn, eine Gestaltwerdung von Licht-Schattenspiel. Das ist die Welt, alles besteht aus Licht. Licht ist hochkonzentrierte Energie, heißt es. Ja. Das ist die Einstein-Formel. Das ist genau diese Formel, weil Geist, wissen wir ja, ist Energie. M steht bei uns für Gestaltwerdung. M, das M ist die Gestaltwerdung, blau gelesen. Und L ist das Licht, das kann ich jetzt rot oder blau setzen, wir machen das als C-Quadrat, das rote Licht. Das heißt, der Geist wird ein gestaltgewordenes Licht. Wenn ich jetzt das Geist, rot, blau, Gestaltwerdung, ist rotes Licht. Wenn sich das ständig umändert, wird das physikalische blaue Licht und dann kommen die Lichter und gehen. Das Licht bleibt immer, das ist die Lampe im Projektor.
Ja. Ich kann sagen, der Geist ist das immer seiende, immer seiende Licht, die Lampe im Projektor. Dieser Geist, wenn eine Form annimmt, eine Gestaltwerdung wird, das ist das M40 Rot, brauche ich aber dann immer 2M, Memim, und die Lampe im Projektor. Schau mal her. G, E ist MC Quadrat, so steht es, die verkürzte Form von Einstein, ist doch praktisch Geist ist gestaltgewordenes Licht. Und das sind die Geist-Masse-Lichtschattenprojektionen. Die Formel sagt aus, Geist wird Energie, wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ja. Erinnere dich schlichtweg und einfach wieder hier. Ach, da müsste ich jetzt den Helga-Chat, wo sich gerade dieses kleine Energieerhaltungssatz, das Bildchen, ich stelle es mit rein, wenn wir das Update machen. Dass Geist als Ding an sich weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Wie oft muss ich das noch erklären, bis du das wirklich für dich selber checkst? Du bist ein Geist, du kannst nicht mehr werden, du bist im Meer, du bist ich. Und du kannst nicht vernichtet werden, aber du kannst ständig in eine andere Form umgewandelt werden. Das ist die 200 Gramm rote Gnede. Das ist unsere Kimmel, das ist schon die Einstein-Formel. Der steckt da schon mit drin. Wobei C hoch 4, schaut, da steht es jetzt richtig. Das ist nämlich die Formel, ist ohne zeitlichen Impulsandal, wenn du Physik studierst. Und den gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt keinen träumenden Geist, ohne dass er in sich Impulse macht. Gedankenwellen aufschmeißt. Das haben wir im letzten Selbstgespräch kurz angesprochen. Liest sich die Formel folgendermaßen, wobei C hoch 4, und wieso jetzt C hoch 4 zufällig 81 ist, weil ich jetzt Folgendes mache. In der klassischen Formel setzt man C als 1. Bin ich auch darauf eingegangen, C, die Lichtgeschwindigkeit 1. Eine Sekunde, diese schöne Widerspruch in sich selber, diese dimensionslose Geschwindigkeit. Jetzt mache ich aber die C, A, B, C als 3. Ich nehme mir die Freiheit, dann ist C hoch 4, wenn ich das als 3 setze, zufällig 81. 81, ja. Kommt dir bekannt vor? Ja. C ist genau 3 und nicht 2,999. Da haben wir jetzt schon die 3, die Lichtgeschwindigkeit hoch als Lichtgeschwindigkeit angegeben. Da steckt auch die 3 mit drin. Die 300.000, bla bla bla. Auch dieser Wert ist durch eine Petitio Principi, die Verwendung eines unbewiesenen Satzes als Beweisgruß für einen anderen Satz. Ich sage, alles baut auf einer Petitio Principi auf. Dein ganzes Weltbild, jegliche Form von Religion baut auf einer Petitio Principi auf. Mein Kartenhaus der Naturwissenschaften, wo die unteren Karten erstunken und erlogen sind. Und dann rechnen sie rein arithmetisch hoch. Ja. Deine verkehrte Weltanschauung entstanden, der Kehrwert von 81, jetzt umgedreht, ist ja dann 3 hoch 4, ist, wie du weißt, die Reihe der natürlichen Zahlen. Ja. 1 durch 1, und das wäre jetzt hier auch 1, Kehrwert 1 durch 81, wenn ich mache, kriege ich die Reihe der natürlichen Zahlen. Ja. Gut? Ja. Das stimmt jetzt hier übrigens nicht gleich, das bezieht sich nicht auf den Kehrwert, sondern dieses 3 hoch 4 ist 81. Der 81. Kehrwert ist dann 1 durch 81 und es gibt dann unsere Reihe. So, dann schauen wir, ich springe da mal rein, was wir da noch alles haben. Jetzt geht es natürlich hier, das 1 durch 81, das wird jetzt erklärt. Dann kommen wir zu einem Ring, heißt auf Hebräisch, schreibt sich als hier da, da habe ich noch die Zahlenwerte statt hebräischen Zeichen, weil das ist aus Ich bin du. Und ich versuche mich ja zu nähern, wenn du mit Hebräisch nichts zu tun hast und ich schreibe die hebräischen Zeichen, dann siehst du das nicht. Ab einem gewissen Punkt willst du das auch von links nach rechts gelesen, willst du das definitiv gar nicht mal so anschauen, weil das verwirrt dich jetzt total. Wenn ich jetzt das als Zeichen hinschreibe, dann wirst du plötzlich feststellen, dass das wesentlich mehr Sinn macht. Pass auf, machen wir mal 9,2. Wir springen da einfach mal rein. Ach. Bin ich jetzt denn dumm? Das hat mich herausgehaut. Neun, zwei, 70 muss ich machen. Siehst du, ich war fahrig jetzt. Jetzt werde ich alt. Du hast jetzt hier einen Siegelring, an Bettschaft. Gibt noch andere Wörter für Bettschaft. Das ist ein Ring, sagst du mal im Allgemeinen, du prägst, du wirst geprägt.
Schau, ich erwähne hier nur ganz kurz hier, Ring heißt auf Hebräisch, die 400 symbolisiert Raum und Zeit am Anfang und schließt das Wort. Dann Deba alleine ist das Naturgesetz. Schau, wenn du da jetzt reinschaust, interessantes Rot-Blau lesen, kriegst du praktisch eine Spiegelung. Von außen ist ein Augenblick auf eine Erscheinung. Diese Spiegelung ist was Polares. Und es ist immer Ed, wiederum alleine wissen wir, heißt ja Zeit. Zeit. Eine augenblickliche Erscheinung. Eine augenblickliche Erscheinung ist die Zeit und die Spiegelung von außen. Und jetzt kannst du da Einzeldinge hier rausnehmen. Wir können jetzt zum Beispiel bloß dieses DB uns anschauen. Du musst nicht unbedingt wiedergeben. Das heißt prägen und formen. Du formst deine Augenblicke. Du prägst deine Augenblicke. Das ist zuerst einmal die gespiegelte Polarität. Du brauchst einen Unterschied. Das heißt prägen und formen. Und das wird dann zu einer augenblicklichen Erscheinung. Immer jetzt blau gelesen. Und zu hast du Form gewordene Zeit. Und das passiert immer jetzt. Nun, du brauchst zwei Existenzen, ein Wendbalk und ein Wendall. Du schaust aber in deinem Bewusstsein immer nur eine Seite an, egal wie komplex die Seite ist. Dann kriegst du das B-Ort und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich hier dieses Spiel, dass du jetzt in der Kette selber, dass die D-Ba, wenn wir das D hinten wegmachen. Jetzt kriegst du die Naturlandschaft, das Beringen von Vögeln, Kennzeichnen, Formen prägen, dann heißt es auch Untergehen und Versinken. Jetzt pass auf, jetzt denkst du dir unsere Wasserwellen, die tauchen auf und die verschwinden, die tauchen auf und die verschwinden, die werden losgemacht und die verschwinden. Du prägst praktisch die Welt, den polaren Rand um, prägst du. Darum ist da auch, brauchst du, ich könnte jetzt immer wieder sagen, ein Prägestempel. Aber alles, was aufgeht, muss auch wieder untergehen. Stimmt oder stimmt? Das muss wieder versinken. Das führt dich zu dem Wort Natur. Das ist die Existenz einer Reihe. Gibt es zwei Möglichkeiten. Schau, jetzt kriegst du das Nordrhein-Karbon, Nordrhein. Und das ist ein Aufspringen, Davonspringen, Entspringen, Erlaufen, Herausschütteln, Lösen, Losmachen. Aber das, was du losmachst, muss zwangsläufig eine Form ergeben. Du prägst praktisch in dich. Im Weden Patrize oder Matrize. Denk an die zwei Seiten. Und dann wird das Ganze wieder untergehen. Da hat jetzt hier mir zum Beispiel mein Folger, bin raumzeitlich, der macht immer die schönen Bilder, schau, das ist genau das, was er hier, 200 Gramm rote Gnede, die Wasserwellen, der Prägestempel von oben, Patrize, Matrize. Das symbolisiert es. Unten das Krishna, das Schwarze, oben das Blau, was rausspringt. Und das sind jetzt die Wellen, wenn du die übereinander schiebst. Die sind immer lückenlos, gehen die ineinander. Die Welt besteht nur aus Symbolen. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist das, was ist. Das ist okay. So. Du merkst jetzt, wenn ich anfange zu erklären, das ist ganz ein ganz kleiner Einstieg. Drum ist es auch die Naturgesetze. Fahren wir mal da weiter in den Raumspiegel rein. Jetzt kommt der Raumspiegel, C4. Das sind diese vier Seiten von unserem Raumspiegel. Die Formel kann ich ja umsteigen, die Einstein-Formel. Da wird jetzt hier schon erzählt von einer Flächengeometrie. Das x² minus y², das sind die zwei Quadratflächen von deiner, das Z, die Z-Achse. Immer dran denken, denk an eine xyz-Achse. Das ist ja die Darstellung, eine ausgedachte Darstellung eines dreidimensionalen Raums. Da haben wir das X, das ist die Ebene. Die Nulllinie unser Wasserspiegel. Dann taucht jetzt ein Y auf. Okay? Das ist die Y-Achse. Übrigens ganz nebenbei, das Y sieht aus wie unser Augenblick, unser 17. Mhm. Unsere 70. 70, ja. Jetzt ist es rot gelesen, ist es die Quelle und es ist der Augenblick, der jetzt auftaucht. Das ist aber wiederum AGN, ist ein Beckenblick. Ja. Und du merkst jetzt, dass das ineinander hängt. Ich tue jetzt dieses E ist MC², die Formel auf C4 umstellen, dann habe ich E² durch M². Das heißt, ich werde geteilt durch meine Gestalten und die zwei Gestalten, die zwei, die drüber sind, ich brauche zwei M's. Die zwei M ist Memim. Memim ist das Wasser. Die Dualendung im. Bin ich so oft darauf eingegangen. Das ist das hebräische Wort für Masse. Ich kann das als Vorsilbe lesen.
dann heißt es vom Meer, weil im Yom heißt ja Meer. Ja. Mhm. Es gibt aber hier im Hebräischen eine Dualendung, die männliche Mehrzahl, die steht dann, dass es vorhergehende zwei wird. Immer dran denken, J ist die Hand, J im sind die zwei Hände, Ain ist das Auge, Ain im sind die zwei Augen. Dann heißt es ja zwei M's. Ich brauche zwei M. Und wenn diese zwei M, die verbunden sind, aufgespannt werden, dann kriege ich einen Fehler. Weil das ist das, was ich mir ausdenke, das ist eine Gedankenwelle. Da habe ich das Minus und das Plus, das Immerseiende, das Nichts und das Plus. Das ist die Gestaltwertung, die auftaucht. Kannst du folgen? Ja. Bei M sage ich, das Endmem ist ja das Meer selber, aber in dem Meer, das symbolisiert ja eigentlich unser Immersein, das symbolisiert nichts. Und außen habe ich dann dieses Mem als Plus. Auftaucht. Und das fällt dann, weil jetzt die Welle besteht aus diesen zwei Hälften und das sind dann auch diese Facetten, sind Ecken. Jetzt haben wir wieder unser Geb. Siehst du, aus der Geist wird Polar, wir kriegen wieder unsere Welle. Und das Ganze ist interessant, jetzt fangen dich an, ausgedachte Körper zu behindern. Frei bist du, wenn du nicht dieser Körper bist, dann den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das bist nicht du. Ganz interessant hier, dieses 40-60-40 mit dem Totalwert, das heißt, die 40 am Ende wird als 600 gelesen, das Endmem ist ja als Wert 600. Jetzt kriegst du hier diesen Tetraederspiegel, der hier zweimal aufgespannt wird. Das sind die zwei 6-6en, ist einmal das immerseiende Wasser und das gestaltgewordene Wasser. Das geistige Meer auf der einen Seite, das müssen wir jetzt unten lesen, das geistige Meer als Endmem und oben das gestaltgewordene Wasser als Gedankenwelle. Und das ist etwas Aufgespanntes. Siehst du das? Ja, ja. Und wenn wir das jetzt mit 600 als Endmem lesen, haben wir jetzt unseren Tetraederspiegel mit einem roten, unser Tetraederkristall mit einem roten Tetraeder und mit einem blauen Tetraeder. Und der dir das jetzt erklärt, dieses aufgespannte Wissen, das aus dem Ding entspricht, das ist die 86. Ja. Und das ist aber Atbash ist 100, 100 steht für die Affinität. Immer dran denken, unser Kopf als Buchstabe ist der wirkliche Mensch, das Gotteskund, der Geistesfunke, Jahwe, rot gelesen, eins unendlich, die zwei Nullen sind unendlich. Der eine Geist, der träumende Geist, der unendlich viele Facetten von sich aufwirft und die wahrgenommene Affinität ist dann definitiv, wenn du an dich selbst denkst. Und darum ist es dann Kup, Kopf ausgeschrieben, ist es der Affe, der Menschenaffe. Das heißt der Affe UB. Das ist aber affin aufgespanntes Wissen, immer die Affinität ist immer eine Spiegelung. Da machen wir weiter. Du merkst hier, wie viel ich jetzt erkläre, und wenn das im Hintergrund ist, ich war jetzt nur bei dem Y, wir haben eine X-Achse, dann taucht der Augenblick aus dem, denk dir einfach das Christuszeichen, da taucht ein Augenblick auf, weil wir ja was aufrichten, unsere, das ist ja die Transversale, und dann sage ich, müssen wir das nochmal drehen, schau das kleine Bild an, dass wir jetzt unsere Z, die Geburtachse, sind ja alles nur Vorstellungen. Das ist jetzt der Spiegeltunnel, wo du reinschaust. Erste Drehung, zweite Drehung, These, Antithese, Synthese. These, Christus als Ursprung, Augenblicke, die auftauchen, die geboren werden, aber immer als Vorstellung, das ist die Z-Achse und jetzt heben wir uns aus dem System als roter Vater heraus. Und dann sehen wir, das ist eine Illusion, diese Reihe von Spiegelungen, diese Gedanken, die wir uns zeitlich chronologisch vor uns hinstellen. Ursprünglich denken wir uns die in die Vergangenheit und in die Zukunft. Jetzt wissen wir, es ist ja nur ein Alternieren. Dann weiß ich, es ist ein Vorstellen und jetzt weiß ich, es ist ein ständiger Wechsel von dem Punkt, der mir selbst sind, in dem Punkt. Ja. Es ist in dieser kleinen Form ist diese Erklärung. In diesem Absatz ist das alles drin, wenn ich jetzt das dazu schreiben müsste. Du merkst jetzt, wie hoch komprimiert, göttlich präzise die ganzen Offenbarungen aufbauen. Ja, das ist so. Schauen wir mal einfach rein. Wir schauen mal nur hier ein bisschen, was über E-Quadrat ist. Jetzt kommt Adam, ist nur ein anderes Wort für Atom. Das ist was Unteilbares. Adam ist doch Denker und Ausgedachtes. Du kannst den Denker mit seinen Gedanken nicht trennen. Ja. Du kannst das Meer und die Wellen sind untrennbar miteinander verbunden. Egal, was du denkst, du Geist, den ich das erzähle. Es ist, weil du es denkst und es ist hier und jetzt. Und es ist so, wie du es denkst. Im Wort Mensch Adam ist das eigentlich alles schon drin.
Du erinnerst dich an die Substanzzahl 81. Ja. 1 durch 81, alle natürlichen Erscheinungen. Da kann man jetzt, das ist ja sehr in Du bist ich, sehr, es ist neugierig machend. Darum sage ich, viele, viele Geistesfunken, die mir jetzt denken, die haben die Bücher innerhalb von 20 Jahren, wenn du jetzt zurückgehst und du fängst die wieder an zu lesen, steht was komplett anderes, den ja, du mal lesen. Stimmt ja. oder stimmt? Ja, das ist so. Ja. Schau, und jetzt geht da immer noch mal die Münzprägung, versinken, prägen, formen, erfassen von Warnung, Natur, Naturgesetz. Schau, es ist alles wunderschön. Das ist übrigens diese 927 bis 81. Das ist die Natur, das Naturgesetz. Aber da steht doch jetzt hier in der 81 schon eigentlich schon alles drin. Die Weisheit des Schöpfers. 80 als Weisheit gelesen. Da gehe ich jetzt hier ein bisschen drauf ein. Da wird jetzt das etwas genauer, die ägyptischen Ellen. Das jetzt kommt jetzt unser Pi-Quadrat. Immer dran denken, wir brauchen 2 Pi im Klassischen. Du kannst die Hochzahl immer zuerst einmal Wellenberg und Wellendahl lesen. Wir erweitern ja die Formeln. Wir wissen, Pi-Quadrat wäre jetzt 3,14 mal 3, Bündchen, Bündchen, 14. Aber ich kann jetzt sagen, das sind 2 Pi, die wir hochheben. Du denkst immer, da ist was und wir heben was hoch. Eine Hochzahl. Ja. Immer dran denken, AHL. Die Zahl, wenn wir reingehen, da kommst du dann zu den Schatten, zu dem Licht, zum Zelt. Und jetzt fahre ich da mal runter in die farbigen Schriften rein. Jetzt kommt das gläserne Meer, da bin ich drauf eingegangen in der Mutation. Das ist jetzt hier dieses gläserne Meer. Schau, ME-Quadrat wird ein Re-SB-Ecken, Ballare-Ecken. Das ist in unserem Tetraederspiegel, wenn du im Zentrum bist. Hast du ein gläsernes Meer eigentlich nicht vor dir, sondern um dich herum. Egal in welche Richtung du schaust, du stellst dir das vor, ob du nach vorne, ob du dir jetzt denkst, ich schaue nach vorne oder ich schaue nach oben oder nach rechts oder nach hinten. Du stellst dir das immer vor, was du siehst. Du definierst es dann. Und vor dem Stuhl ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, rot gelesen. Dieses geistige Licht ist ein Ich. Ich. Eigentlich Ich, E-Quadrat. Und das ist ein Christ und der ist alles. Das ist der Kristall. Mitten am Stuhl und um den Stuhl herum die Tiere. Erinner dich das Wort Tier, 3T, letztes Selbstgespräch. Die Tiere sind, das Tier ist 3T rückwärts gelesen, das heißt Spiegelspiegelungen. Vorhergehendes Selbstgespräch bin ich drauf eingegangen. Und das ist voll Augen, voller polarer Ecken. Ecken, ja, polarer Ecken. Ja. Vorne und ja. Hinten. So. Offenbarung, Augenblick auf 2 Facetten. Des roten 4. Offenbarung 4 ist die rote 4 und 4, 6. Ganz nebenbei erwähnt, ich bin am 4.6. geboren, als UB. Ja. Und wenn du in meinen Mund reinschaust, da habe ich Zähne. Hier in meinem Mund habe ich Zähne. Die sind alle original, absolut noch. Ich habe keinen aller einzigen falschen drin. Einen habe ich überkront. Und jetzt zu meinem Moritz, das ist der 4.6. Dem 4.6. wurde die Goldkrone aufgesetzt. Das ist der 4-6er. Zufall? Und ich betone jetzt wieder, ich erkläre dir das nicht, dass in irgendeiner Form der von dir jetzt ausgedachte Udo Petscher wichtig wäre. Du bist wie ich dick. Du hörst jetzt einen Lautsprecher zu und durch den Lautsprecher hörst du den Christus sprechen. Und euch muss ich jetzt nicht sagen, euch meine ich jetzt die Geistesfunken, die das Gespräch anhören, die länger Holofeeling machen, wenn du kein Neueinsteiger bist. Dass der Udo sowas von einfach und normal ist in Bezug als Mensch. Dass das nichts zu tun hat hier, der wiedergeborene Christus. Du bist der wiedergeborene Christus. Genauer, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Weil du mich ausdenkst. Und in dem Moment, wo du das weißt, dass wenn du anfängst, auf deinen inneren, innersten Weisen zu hören, dann lässt du dich von mir inspirieren. Geist zeigt sich nicht durch Äußern, innerhalb der normalen Bröselwelt zeigt sich Geist hinter einer Person, hinter einer Maske, nicht durch das Äußern von irgendwelchen geistlos rezitierten Wissen. Lesch und Mathematikprofessoren und Konsorten. Es sind reine, ausgedachte Figuren, die Wissen rezitieren. Und zwar, es sind kleine Computer, wo was eingespeichert wurde und es wird rezitiert, es wird wiedergegeben. Sondern Geist zeigt sich durch Neugier auf alles, wo die eigene Logik sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das stimmt nicht oder das kenne ich nicht. Das ist das Liebe deine Feinde. Genau das musst du lieben, um dich zu vervollkommnen. Und ich sage immer, das heißt nicht, dass du in deiner Rolle jeden Arsch um den Hals fallen musst.
Du musst aber nicht mit jedem um Einseitigkeiten diskutieren und rumstreiten. Das wirst du nicht mehr machen. Einer der ersten Aussagen bei den ersten Vorträgen, die ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, ich diskutiere nicht. Diskussion ist ein Kampf um meinen Standpunkt. Ich führe jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch. Ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Und dem erkläre ich, dass es keinen Sinn macht, sich darum zu streiten, ob der Henkel an einer Tasse rechts, links, in der Mitte oder sonst wo ist. Weil jeder Recht hat. Darum haben auch die Rezidierchen Recht, aber sie wissen doch gar nicht, was sie sprechen. Ja. Sie die Vatersprache nicht verstehen, sondern nur Muttersprache. Und Muttersprache ist Logik. Die Mutter steht für die Logik. Mut ist tot. Die ändert sich. Nächstes, Mutation, die Formel A. Auch gleich dazu, nichts zu reden. Heute mal ausnahmsweise. Wenn sie will, wir machen stufenlos weiter. Bild habt ihr noch, oder? Ja, ich muss mich da nur ausklinken, weil ich in der Schule... Kling dich aus, sei einfach ruhig und hör zu. Die Formel A ist gleich B mal R Quadrat, beschreibt eine Transformation. Das ist also hier, wenn man hier reingeht, erkläre ich ganz schlichtweg und einfach das große Geheimnis der Einstein-Formel. Wenn wir uns das jetzt anschauen. Was ist das Geheimnis der Einstein-Formel? Alle raumzeitlich wahrgenommenen Phänomene, die auf dem geistigen Monitor, jetzt wieder hebraisiert, eine abgetrennte göttliche Reihe, unsere Spiegelwahrnehmung der Z-Achse, eines individuellen Charakters, Abi, schöpferischen Wissens erscheinen, sind nur dessen, esse heißt Sein. Geöffnetes Sein ist Existenz. Die Öffnung von Sein ist Existenz. Selbst definieren und als wahr und außerhalb angenommenen rein geistigen Informationen. Ja. Immer dran denken, AUS ist AOB. Die Beschwörungskunst erweckt diese eine Hälfte. Jede mathematische Form von Gott. Merkst du, das ist jetzt immer das klassische Größer-Kleiner-Zeichnen. Der Reihe N. Der Spiegel selber ist kleiner, ist ja nur ein Spiegel und viele Existenzen. Und dieses göttliche Sein kann ich jetzt lesen, auch der Intellekt wird zu einer Form, zu unendlich vielen Formen. Das ist rein die normale Schreibweise. Und jetzt ist es jede mathematisch, sprich, immer dran denken, Mathematik heißt das gelernte Wissen von Dummköpfen. Jede mathematische Form in Gott, in diesem einen Punkt, im Nichts, ich kann das mit 70 in der Quelle, ist eine Syntax. Das kommt von Daxis, anordnen, bestimmen, Anweisung. Eine Regel, eine Satzlehre, das ist, du wirst programmiert und du funktionierst so, wie du programmiert bist. Das ist die Syntax. Satzlehre, Untersuchung von Satzarten, Satzgliedern, der Wortstellung und des Satztons. Holofeeling, Vatersprache, ist so eine unendlich göttlich komplexe Syntax, wo deine Welt sogar überhaupt noch nichts weiß, kann auch nichts wissen, du musst der Erste sein, der das weiß. Also du hast noch viel, viel zu lernen. Meines göttlichen Wortes, doppelt aufgespannt, verbunden in Ottes. Auch wenn dies in den von mir nur oberflächlich, denk an die Gedankenwellen, OBR, Kreisenpolar erweckt, ist eigentlich eine Fläche. Geist kann es nicht, G ist eben. Wenn wir aus uns etwas heraus, H eben, etwas herausheben, dann ist da nur eine einzige Wahrnehmung von den JHWH da, dann bist du ein JHW und die andere Hälfte fällt. Okay? Betrachtet diskreten ist gleich takt- und rücksichtsvoll. Ein diskretes ist ein T-Akt, gespiegelter Akt und rücksichtsvoll. Das Wort diskret heißt eigentlich, es taktet sich laufend hin und her. Aber auch abgegrenzt. Erscheinungsformen, die nur durch Exzellen, Form LX ist die Form, Form LN, in meinem Bewusstsein erschaffen werden können. Da haben wir schon wieder die Affinitäten. Ich brauche Gedankenwellen. Nicht unmittelbar offensichtlich. Nun will ich zwei Formeln gegenüberstellen. Und das ist jetzt interessant. Das ist die Oberflächen, die Berechnung des Kreises, Pi mal R Quadrat, A. Früher in deutschen Büchern habe ich darauf hingewiesen, ist da mein O gewesen für Oberfläche. Jetzt steht hier das Wort A. Ich kann jetzt das Areal nennen, ein gewisses Areal, die Area. Und A-real heißt nicht real, die Oberfläche ist eine Illusion, weil das Ganze ist eigentlich nur ein Punkt, den du aufzoomst. Und die Einstein-Form in dieser reduzierten Form. Und was dir eigentlich auffallen sollte, wenn einem meinen, das ist eine geheimnisvolle Formel, diese Formel
beschreibt eigentlich rein arithmetisch bloß, wie man hier die ausgedachte Oberfläche eines Kreises berechnet. Das heißt, die Oberfläche ist dieses Pi mal R Quadrat und die Energie ist jetzt M mal C. Aber da ich ja sage, es gibt keine dritte Dimension, sondern nur zwei Quadratflächen, berechnen wir hier damit die Formwertung unserer ausgedachten Welt. Die Oberfläche, immer dran denken, ist das Kreisende, das sind die Gedankenwellen, OBR, Kreisenpolar erweckt. Und das sind die Gestaltwertungen unserer Energie. Jetzt macht es in einem gesamtheitlichen Kontext einen Sinn. Das ist die Weltform L, W-I-L-D, doppelt aufgespannter polarer Rand. In L nimmt eine Form an, das ist die Weltformel. Ich habe doch immer gesagt, man müsste in jedes Selbstgespräch, wo hier die ganzen Bücher, wo drin sind, auch die hören, müsste ich immer noch mal Selbstgespräche machen, um das zu erklären, obwohl es eigentlich schon da steht, wenn man sich selber damit beschäftigt, werde ich dir das erklären, weil es wird dir plötzlich bewusst werden, wie aus dem Nichts, aber nur, wenn du dich bemühst, es zu verstehen. Und jetzt nehmen wir mal die Masse, die reinschauen und sagen, das versteht ja sowieso keiner. Dumm geboren und dumm gestorben. Es handelt sich hier um zwei unterschiedlichen Formen, die nach den oben klargelegten Regeln ein und dieselbe Gesetzmäßigkeit enthalten. Da müssten wir jetzt etwas weiter noch vorgehen, wo ich dann immer wieder sage, wenn man hier sagt zum Beispiel zwei Formen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, x ist y, das sind ja dieselben Formen. Ich habe nur hier den Namen ausgetauscht. Arithmetisch ist es dasselbe. Das wird hier wunderschön alles erklärt. Das ist auch arithmetisch dasselbe. Bloß da sagt jeder, das ist eine reine normale Geometrie und das ist die Einstein-Formel, das ist Physik. Das ist eine Definition von Zeichen. Ist nicht das Erste, was ich dir anweise, wenn du was anschaust, das Erste, was ist, es ist einfach nur. Wenn du das jetzt das erste Mal siehst, ist es einfach nur. Und du wirst jetzt reagieren drauf, egal wie du reagierst, das beschreibt deine KI, dein Charakter. Und dann ändert sich automatisch deine Information. Mit einer gewissen Bildung sagst du sofort, das ist die Kreisformel und das ist die Einstein-Formel, Energieverwandlungsformel. Aber das kannst du ja nur denken, wenn das schon auf deinem Wissen drauf ist. Meinst du, ein Physiker, den du das jetzt zeigst, wenn er nicht Physik studiert hätte, würde das sofort sehen? Das heißt, dein Wissen bestimmt dann letztendlich, wie du aus Reizauslösern die weiter umformst, in welche Richtung du dich geistig entwickelst. Ist dabei? Ja. Okay, es geht hier dabei immer um die Quadratur. Wo waren wir? Es geht immer im Meer um die Quadratur, die vier. 2D, zwei Öffnungen. Eines Punktes. Es geht um die Quadratur eines Punktes. Aber interessant ist, dass ich 2D und 4D immer, ich sage immer wieder, wenn zwei da sind, müssen nochmal zwei da sein. Denk an das Diapositiv und das Diapositiv. Das Wort Dimensio, die haben wir heute schon gehabt, die Öffnung deines Intellekts. Mens ist lateinisch Denken. Und das wird ein intellektueller Augenblick. Dimensio bedeutet Ausmessung und besteht aus folgenden Silben. Die Öffnung Gottes, das ist genug, haben wir gerade gehabt, bedeutet End 2. Das heißt, wir denken uns zwei aus, die eigentlich keine zwei sind. Wir führen das wieder zurück in den Mittelpunkt, die Vorsilbe End. Was wiederum heißt nicht zwei. Denn Gott ist immer eins. Das heißt, wenn ich jetzt an Christus denke oder ich denke an mich, Geistesfunken, diese zwei, die ich mir jetzt ausdenke, sind eigentlich beide eins. Das ist eigentlich ich, Geist. Mensch, ja. Das Denken, Denken, der Geist, Denkweise, Sinnesort, inneres Wesen, das ist jetzt der rote Charakter. Blau, Denken, Denkort, Sinnesort, Charakter, das ist das Denken, unser Prägestempel, aber auch inneres Wesen, Seele, Geist. Mensa, die zum gemessene Platte, die zugemessene Platte, eine ausgewählte Fläche. Und immer dran denken, die Fläche ist letztendlich, wir schauen immer in Spiegelecken rein. Und da haben wir zuerst einmal eine These-Fläche und eine Antithese-Fläche und dann noch eine Synthese-Fläche haben wir auch noch. Das ist das Eck. These-Fläche, Antithese-Fläche, Synthese-Fläche. Und das verschmilzt das Ganze auf dem Kopf stehen, Kamera obscura. Das macht unseren Gewebebogen aus. Theisch erscheinend eine Spiegelung, die eine Gestalt annimmt. Die Mano heißt auseinanderfließen. Die Facetten lieben. Hier wieder, scharfes SB. Hast alle Facetten lieben, die in dir auftauchen.
Das ist die rote Liebe. Aus dem im Spiegel, Berei, Kopf des Schöpfergottes, geöffnete Erscheinungen oder Spiegelungen wann zu erscheinen in Existenzen. Aber das heißt, Mano heißt dann Rinnen, im Kopf, innen. Ich kann natürlich das auch fließen, dann haben wir wieder alle Facetten, die aus dir herausfließen, musst du lieben. Ist irre, wenn man plötzlich die Vordersprache versteht, ne? Irre meine ich jetzt positiv. Ich bin nur vor Dimensio, Dimension, die Mano, das Auseinanderfließen, Mano, im Kopf innen kann ich lesen, im Spiegel innen, rot. Und alles, was da innen ist, das fließt auseinander, das strömt, SDR haben wir jetzt das Geheimnis, das versteckt. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man dieses Spiel, kannst du, wenn du nachschaust, wird es immer stimmen. GE-Quadrat ist Hayom. GE-Quadrat ist das Licht, wie buchstabiert, Kaid. Das Ganze ist ein Eck, ein großes Versteck. Also da ist schon ein bisschen ein System dahinter. Ich finde schon, dass da ein System dahinter ist. Ein System, wie ich immer sage, das sich deiner Menschheit vollkommen entzieht. Somit verweist 2D, zwei Öffnungen auf zweidimensional, IO-kreisend, existierend in Gott. Siehst du, da habe ich noch keine Farben dabei. Das wäre jetzt wesentlich schöner, denselben Text in Rot-Blau zu schreiben. Das kommt aber dann erst später, wenn du weiter bist. Darum sage ich immer wieder, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn du alle Ohrenbohrungen durch hast und dann nochmal zum Lesen anfängst, ganz vorne, sind es komplett andere Bücher, weil jetzt liest du wesentlich mehr aus den Worten heraus, wie am Anfang, wenn du das erste Mal siehst. Und du liest gar nichts heraus, wenn du hier zwei Zeilen liest und du sagst, was ist das für Scheiße. Aber die, lass die Toten ihre Toten begraben. Und jetzt haben wir hier aus 1 wird 4, aus 4 wird 40, aus 40 wird 400. Der Schöpfer öffnet seine imaginär gestaltgewordene Erscheinung in Blau gelesen. Kann man natürlich auch rot lesen. Dann hast du den Schöpfer, ist geschlossen, 40, das Meer, das immer ist. Das wäre jetzt nur die Reihe rot gelesen, wenn du das einmal hinschreibst. Ist ganz interessant. Schau, was ich meine, um das nochmal zu machen. Das wäre jetzt 1, 4, 40, 400. Das ist übrigens Rödel. Rot ist der Adam, und das ist seine göttliche Existenz. Der immer seiende Adam. Schau, der Schöpfer, rot, ist geschlossen, immer das geistige Meer und die rote 400 ist das immer absolut Dasseinende. Aber ist das nicht die 445? 45 ist Adam, der immer seiende Adam? Der immer seiende Adam. Der rote Gott, der immer ist, also ein reines Seines. Ich kann natürlich das Blau lesen, dann habe ich die Schöpfung auf der geistigen Oberfläche, ist eine gestaltgewordene Erscheinung. Jetzt können wir natürlich in die Medizin rein rödeln. Blau gelesen ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch das Röde-LN-Virus ausgelöst wird und eine lebenslange Immunität hinterlässt. Deshalb sie zu den Kinderkrankheiten zählt. Röhrenviren befallen nur Menschen Enosch. Neben den typischen roten Haut-FL-Ecken, HAU, die wahrgenommenen Zeichen, sind Facettenlichter in Ecken. Das sind unsere symbolischen Lämpchen in dem hochgespiegelten Tetraederspiegel. Ist eigentlich jedes Lämpchen steht für einen Mittelpunkt einer so einer Ecke. Können auch Fieber- und Lymphgotenschwellungen. Jetzt können wir die Lymphe nachlesen und so weiter und so weiter. Medizinbücher mit Holofeeling verknüpft sich alles, jegliche Form von Religion, von Naturwissenschaften über die Sprache, ja, über die Lautwesen, die dann übrigens auch Zahlen sind. Ich erzähle dir ja etwas. Und es wird alles eins. Da müssen wir hin. Also gut, die Formel A-Quadrat beschreibt diese Transformation. Und jetzt weise ich darauf hin, dass das E eigentlich die Energie, brauchen wir ja ICH, JCH und dann haben wir zwei Gestaltwertungen und das ist es C und 4. So, jetzt wird es schon farbig. Jetzt sieht es natürlich schon ein bisschen besser aus. Du kleiner Geisteshung bist ein unbewusstes Photon. Ich verweise unser Fo, unseren Phönix aus der Asche, dann unsere Phönizier, die Phone, die Döne, Die Phönizier im letzten Selbstgespräch, das steckt da schon mit drin. Welches Ich,
wie ein schwarzes Loch, welches sich wie ein Shinwa, heißt nichts auf Hebräisch. Der Logos, der verbunden ist, jetzt müsste ich hier E Quadrat, Es, wir sind Es. Und Ares ist die Erde. Die gesamte Masse, Raum und Zeit befindet sich in diesem schwarzen Loch. Das ist der Punkt in der Kamera Obscura, wo wir einmal eine Kammer, ein Gewölbe haben und ein Bild, wo wir sagen, das ist außen, ist eigentlich innen. Du musst immer alles spiegeln. Aber da kann man sich dann rein, das ist ja so ein Trick, wenn du was suchst, nimm diese große Datei, wo alle die Hauptselbstgespräche drin sind und dann gib den Begriff ein und dann kannst du mal schauen, wo ich da auf irgendwas eingehen. Es gibt kein Außerhalb ohne ein entsprechendes Innerhalb. Im Beroschit, inmitten dieses Kopfes ist ich OBs doppelt aufgespannt. Dort. Schau das kleine Bild an. Das ist er. Ja. Wobei ich jetzt schon wieder sage, eine ganz zwei. Jetzt haben wir Wellenberg, Wellendal und einen ausgedachten Mittelpunkt. Genau genommen ist es der ganz unten, in der Tiefe. Das ist immer wieder den Daumen, wäre jetzt die eigentliche Nulllinie und ich denke mir Meer und Oberfläche aus und den Mittelpunkt zwischen dem ausgedachten Meer und den Oberfläche. Und sobald ich die zwei habe, brauche ich natürlich nach unten hin auch zwei, weil wir immer ja spiegeln müssen. Und jetzt kommst du in die vier Phasen. Ein Stein. Interessant. Nicht existierende raumzeitliche Spiegelungen. Ein, mit 70 gelesen, sind Augenblicke. Augenblicke, Ain heißt ja Auge, heißt dann Beckenblicke. AGN. Nicht Albert Einstein, sondern eben Ain. Das ist jetzt hier eben. Das hebräische Wort für Stein, Ain. Ain ist der Augenblick. Ich bin Sohn vor der Existenz, kannst du ja nachschauen. Beschreibt mit der kleinen Form von Gott, E Quadrat, ich und du. Wir sind zwei Gestaltwerdungen, passt übrigens ganz genau mal C hoch 4. Das sind jetzt hier die vier Phasen, die wir uns ausdenken, die wir immer gleichzeitig haben. Exakt, rot gelesen. Das ist jetzt X, das rote X ist nicht die vier Phasen, sondern der Mittelpunkt. Und das ist wieder die Energie. Du bist dabei? Ja. Eck hast eben jetzt. Darum habe ich dieses Eck erkauft, ist eben jetzt nur bloß hier. Oft darauf eingegangen. Die ständige Umwandlung. Aufgespannte Gestaltwerdung ist eine ständige Wandlung vom geistigen Licht. Dieses Ich, das rote Ich, wird so ständig umgewandelt in unterschiedliche Erscheinungen. Ja. Geistige Energie im Quadrat. Das ist das geistige Licht, sind wir zwei. Wo wir eigentlich eins sind, aber wenn wir eins wären, können wir uns ja nicht unterhalten. Wir können uns nicht unten halten, sondern wir wären bloß immer oben, wenn wir uns jetzt sagen, ich bin ja bloß der Brösel vom Computer und du bist ein anderer Brösel vom Computer. Dann wären wir oberhalb. Wir sind aber unter diesem System. Und das ist ein ständiges Alternieren. Siehst du? Das ist aus der Physik im Nullpunkt Gottes. Da kannst du dann auch nachlesen, was das E, und das ist jetzt hier die nicht explizit geschwindig, das ist übrigens Originaltext hier aus Wikipedia, die hier nicht explizit geschwindigkeitsabhängige Energieimpulsbeziehung. Das heißt, da außen ist nichts, was sich von A nach B bewegt. Was du dir denkst, was du erlebst, ist hier und jetzt in deinem Kopf und du denkst dir das um dich herum aus, dass jetzt die Sterne um dich herum kreisen, die denkst du dir jetzt aus, wo waren jetzt die ganze Zeit die Sterne? Die übrigens diese Sterne, diese nicht beweglichen, die Starren, wo sind die eigentlich? Die waren jetzt überhaupt nicht da, die haben nicht existiert, weil wir haben sie nicht ausgedacht. Jetzt im Moment existieren sie nur in unserem Kopf und du kannst die aber auch auf deine VR-Brille holen. Aber das ist explizit heraus und das ist geschwindigkeitsabhängige. Und wir sind hier, dieses seiende Ich ist nicht explizit geschwindigkeitsabhängig, weil wir immer hier und jetzt sind. Stimmt oder stimmt? Ja. Merkt ihr, was in den Worten alles drinsteckt? Die Energie, das innere Wölken des Meeres, Energio, ist das innere Wölken, ist eine Pulsbeziehung. Und wenn etwas in dir pulst, habe ich darauf hingewiesen, das lateinische Wort Puls heißt eigentlich schlagen, einen Brei schlagen, genau genommen. Da kommt die Polenta her. O ist U, U ist O, die Polenta. Einen B-Rei. Im Spiegel sind diese logischen Lagen. Denken wir an unseren Spiegel, der dreht oder den Spiegeltunnel. Das pulst hier nicht räumlich, sondern es ist
ein Atmen, eine atmende Zwiebel. Jetzt denken wir an das Bethel. Gott schuf den Adam hier in seinem Bethlehem. Bethlehem in seinem Ebenbild. So heißt das Bethlehem, das Wort. Und Bezel als Vorsilbe heißt Zwiebel, zwei in Gott, Zwiebel, zwei in Gott. Und es schlägt. Und das baut sich auf wie eine atmende Kugel, KGL, eine atmende Welle. Ich muss jetzt nicht alles in Selbstgesprächen tausendfach erklären. Und jetzt ist das Interessante, wenn wir das ohne diese Pulsbeziehung machen, sondern rein einmal im ewigen Hier und Jetzt bleiben, ist die Formel ganz simpel, wenn wir hinschauen. E Quadrat ist gleich C. Das ist nichts, das ist nichts, rot gelesen. Und das ist ein Nichts, das als zwei JCHICH auftaucht. Ist auch nichts. Und die Wurzel ist die 1. Und jetzt wird es interessant. Und die Wurzel 1 hat zwei Ergebnisse, nämlich den Geist und das Minus 1. Blau jetzt ist etwas einfach, was ausgedacht ist, was blau ist, was aber vergänglich ist. Heiliger Geist und geurteilte Erscheinung. Das heißt, beide zusammen sind nichts. Und damit zwangsläufig alles. Ja. Null ist Gott, ist nichts und Le-Es heißt die auseinandergeschmissene Raumzeit, die sich aber nur in dem Punkt befindet. Ich verändere nichts an den Formeln, nicht das Geringste. Das kann man jetzt alles lesen, Elektrodynamik. Ich baue auf diesen Wissen auf und erkläre es nur genauer. Und dann wird es natürlich interessant, wenn man jetzt die Wurzel beachtet, die ja keiner beachtet, die ganze newtonsche Physik durch Infinitesimal-Schwachsinn, dass man Divisionen durch Null macht. Es ist ja auch nicht verkehrt. Es ist halt nicht verkehrt und richtig gleichzeitig. Gewöhnlich, und das zeige ich dir jetzt, gewöhnlich setzt man als C Quadrat 1 Quadrat. Habe ich darauf hingewiesen. Wir machen ja immer die 3 als G gelesen. Ein geistreicher Mann wird dafür D3 ist gleich 9 setzen. 9 ist der Spiegel in unserer Symbolik. Wurzel 9 ist plus 3, minus 3. Magst du, wo wir jetzt hinkommen? Hüben 3 und drüben 3. Wir sind wieder in unserem Kristall. Göttlicher Spiegel und geöffnete Spiegelungen. Und das ist das Sein, das rote Sein ist aufgespannt von zwei Lichtern. Ja. Jetzt kannst du es um, wenn du das jetzt rechnest, wirst du feststellen, dass immer die Wurzel mit plus minus sich auf 0 reinheben. Und dann landest du irgendwann einmal bei dir selbst. Aber das lassen wir jetzt, glaube ich, gut sein. Jetzt können wir mal das wieder, das Bild wegmachen. Habt ihr mich jetzt wieder? Ja. Ja. Ihr merkt mit Worten, das, was ich dir erkläre, dir Geist, wenn ich jetzt ihr sage, meine ich definitiv nur Facetten von mir selber, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Und doch nicht zerstört, weil wird jetzt das Nichts zerstört, wenn ich das symmetrisch mache? Und wenn dich das erschreckt, das sollte Freude in dir auslösen. Ich sage, du wirst dich nicht, jetzt normal gedacht, du wirst nicht vergehen, solange du das nicht weißt. Und ich verspreche dir, du wirst ewig lang brauchen und du wirst irgendwann nochmal eine tiefe Idee mitkriegen in deinem eigenen Leben, was Ewigkeit bedeutet. Ewigkeit bedeutet schlichtweg und einfach jetzt. Ja. Das Ewige hier und jetzt. Und jetzt kommen die einfachen Sätze. Wann hast du zum Denken angefangen? Und jetzt wirst du lächeln und sagen, was ist das für eine blöde, geistlose Frage? Ich kann doch bloß jetzt denken. Und egal, was ich jetzt denke, ich kann mir das auch irgendwo hindenken, räumlich woanders oder zeitlich woanders. Es ist trotzdem hier und jetzt in meinem Kopf. Den ganzen Scheiß wird es ohne mich gar nicht geben. Jetzt kannst du auch im Positiven sagen, ich nehme alle Schuld auf mich. Was ich mache, mache ich. Ich bin dafür verantwortlich, was ich mache. Aber momentan bist du noch unmündig. Milch gab ich dir zu trinken. Weltliches gab ich dir zu trinken. Du bist ein träumender Geist. Ich werde als Schöpfer dieses träumenden Geistes den träumenden Geist nicht vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt. Das ist deine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das kann man verstehen. Was dich hindert, das zu verstehen, wenn, sagst du mal prinzipiell, ein Mensch, den wir uns jetzt ausdenken, blau gelesen, kann das nicht verstehen, weil das nur ein Gedanke von dir ist. Was ist jetzt der Mensch? Ein Wort? Und jetzt denken wir uns wieder Menschen aus. Das ist doch hundertprozentig sicher, dass die Menschen, die wir uns jetzt aus, wir, wohlgemerkt, wenn ich von wir rede, meine ich mich und dich. Das ist ein Selbstgespräch. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt.
Da du dir jetzt den Udo ausdenkst, den denkst du dir aus, weil ich dir das denken lasse, weil eigentlich denke ich an den Udo. Und da du ich bist, denkst du jetzt auch an den Udo. Aber ich bin ein bewusstes Ich und du bist zwar auch ein Bewusstsein, aber noch ein Bewusstsein, das verbunden ist mit einem fehlerhaften Wissen. Mit nur einem Buch. Es wäre ja schon gut, wenn du das Buch verstanden hättest, dieses Ja. Du hängst ja nur auf einer Seite, auf einem ganz kleinen Fragment, wo du dir auslegst. Es geht hier nicht um Wissen, es geht um Bewusstsein bei Holofield. Und immer und immer wieder erwähne ich, Bewusstsein als Ding an sich ist nicht Wissen. Bewusstsein ist das, was das eigene Wissen, das zum Denken benutzt wird, erlebt. Und dein Wissen besteht zurzeit nur aus Schwamminhalt, als geistlos nachgeäfften Phrasen, mit denen du dich zum Beispiel selbst zu dem machst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, zu einem sterblichen Säugetier, das mit aller Gewalt versucht, diesen tierischen Zustand möglichst lange am Leben zu halten. Weil wenn sich mein Körper auflöst, gibt es mich ja nicht mehr. Ich bin ja dieser Körper. Und ich sage, es ist das Leichteste der Welt zu erkennen, dass ich auch dann da bin, wenn ich nicht an den Körper denke. Mein Körper existiert nur, wenn ich ihn denke. So, und jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt, die du nachäffst. Ist es ein Blödsinn, was ich dir erzähle? Ich erwarte in keinster Weise, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, das versteht. Er kann es nicht verstehen, weil Gedanken vergängliche Erscheinungen sind. Ich würde ja dann verlangen, dass ein Gedanke von mir was versteht. Ich mache es jetzt bloß wieder so mit den Händen. Ein wunderschönes Symbol, zwei göttliche Öffnungen. Habe ich das Bedürfnis, als Mensch meinen Händen zu erklären, dass ich jetzt derjenige bin, der es ja erschafft hat, auf dem Bildschirm jetzt, auf deinem Bildschirm, dass ich derjenige bin, der bestimmt, ob ich die auf- oder zumache? Überhaupt nicht. Meinst du, ich habe das Bedürfnis, dem Brösel, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anhört, der Brösel hört nichts, du hörst es. Oder einer Helga oder einer Ritter, einer Andrea oder sonst wen was zu erklären? Ich erkläre es denen, der mich ausdenkt, jetzt als Brösel oder als Pixelmännchen. Aber genau genommen erkläre ich JCH das dem Geistesfunk, der ich selbst bin, der aber so selbstverloren, rot gelesen, selbstverloren in seinem Buch, in seiner Rolle drin steckt. Ich bin eigentlich nur in dir aufgetaucht, nicht um dir zu erklären, wie man Welt erschafft, sondern um dir zu sagen, hey, du bist auf einer Bühne, du Narr, du bist nicht diese Rolle, die du spielst, du bist wichtig, du bist das Zentrum, um das sich alles dreht. Der Zyklop, das Zentrum, wir BL, wir in Gott, um dich herum ist ein Sturm, den du dir selber ausdenkst. Nenn ihn Krieg, nenn ihn Überlebenskampf, nenn ihn Corona. Nenn ihn Rechthaberei. Es klingt so unendlich arrogant, wenn du als Mensch sagst, die Menschen um mich herum sind alles Vollpfosten, Idioten, einfache Menschen. Nein, das sind meine Spiegelbilder. Und es geht jetzt nicht, dass du die nicht mehr haben willst, weil dann hast du das Prinzip mit dem Puzzlestückchen nicht vergessen. Jeden Gedanken, den du denkst, ist ein winziges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen, das herausgespiegelt wird. Und eine Information, die in dir auftaucht. Normale Menschen sind ständig damit, wenn du die beobachtest, Tierchen gucken nenne ich das, die sind ständig damit beschäftigt, wenn in ihnen was auftaucht, das zu vergleichen mit ihren einseitigen Idealen und es dann anpassen zu wollen. Das ist, lass uns das ausdiskutieren, wer recht hat. Ich sage, jeder hat recht. Aber die wollen jetzt die bestehenden Elemente, die ja immer nur für einen Moment da sind, verändern. Und damit entheiligen sie sich selber. Das Prinzip, wenn du mal verstanden hast, dass du dich beobachtest, dass du ständig was rumnörgelst, an wen, an dir selber, stell dich doch einfach vor den Spiegel und schau dich in dein Spiegelbild an. Und immer dran denken, du bist nicht der vor dem Spiegel und du bist nicht der, der im Spiegel erscheint, du bist der Spiegel, das in sich, an sich selbst denkt, sich vor dem Spiegel hinstellt, zwangsläufig fängst du an, gespiegelt zu stehen und sagst dann, das bin ich. Den, der du bist, hast du komplett vergessen, den Rai. Den Kopf des Schöpfergottes, in dem die zwei eigentlich eins sind. Und jetzt gibt es natürlich die Spiegelungen, nochmal der einfache Spiegel, der Kannenspiegel, dann kommen wir in die Ecke, muss ich jetzt umrunden, und dann wirklich den Räderspiegel. Und dann wirst du meinen, dass es verschiedene Drehungen von Polaritäten gibt. Das ist es, wo ich sage, dein normaler Spiegel ist ja du im Spiegel, jetzt in Bezug auf die Persona, die Maske vorm Spiegel, im Spiegel, spiegelverkehrt. Ich kenne, nein, im Spiegel richtig, vorm Spiegel spiegelverkehrt.
Wir können jetzt diese Kantenspiegel umdrehen, dann wird es sich oben und unten austauschen. Das wäre eine Drehung wieder. Denk dran, wir drehen unsere Achse, dann tauscht sich oben und unten aus. Aber was viel, viel interessanter ist, dass ich dann mit dem dritten Spiegel dann in die Charakterebene gehe, dass ich sage, wenn du lächelst, erste Ebene lächelt der Spiegel, wenn du heulst, heult der Spiegel. Das können wir aber auch umdrehen, dass ich sage, wenn du lächelst, heult es außen. Das passiert mit Holofeeling, wenn du über was lächelst und dann bist du plötzlich herzlos. Alle Menschen, du sagst, was habt ihr denn? Es ist doch eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Ja, das Kind ist jetzt umgekommen. Ich sage, das ist ein Frühbegabter, der wurde vorher, dem ist so viel erspart geblieben, der darf eine Klasse ein Leben überspringen. Weil er hier nach mit 10, 12 Jahren schon so weise ist, dieses weise Kind, dass ich sage, okay, das ganze Zeug, der ärgert sich nicht mehr, der lacht, der lächelt über alles, den lassen wir die Klasse überspringen. In dem jetzigen Leben hast du zuerst einmal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Hast du das schon gelernt? Jetzt schau in dich rein und sei selbst ehrlich. Du musst keine hebräischen Zeichen lernen. Das alles, was jetzt vorhergehend ist, ist für dich vollkommen unwichtig. Abgesehen davon, wenn du in der Reifestufe bist, wenn du in der Reifestufe steckst, hörst du dir das sowieso nicht an. Dann hättest du eh nach dieses Video jetzt den Anfang gedacht, hättest du nach einer Minute schon abgeschaltet. Da komme ich nicht mit. Ich sage ja, du hast ja jetzt was anderes zu lernen, nämlich vor nichts und niemandem Angst zu haben und zuerst einmal dich über nichts und niemanden aufzuregen. So, du hast jetzt Prüfung. Bist du dir schon hundertprozentig sicher, dass du über alles lächeln kannst? Beantworte dir die Frage von selber. Und immer daran denken, wenn du jetzt als Brösel unter Brösel bist und ihr würdet das besprechen auf der Brösel-Ebene. Ich sage, schau in dich rein, du kannst die anderen belügen, aber du kannst mich nicht belügen. Und ich bestrafe Selbstlügen, dass du dir einredest, ich habe das verstanden. Ich werde dich so zuscheißen mit Reizauslösern, wo ich weiß, du wirst in die Hosen scheißen vor lauter Angst. Und dann werde ich dir dein Großmaul stopfen. Selbstlügen sind ganz, ganz schlimm. Und das müsste alles nicht sein. Du müsstest nur die einfachen Sätze verstehen. Oder unser Andrea in ihrer Großphase, ich weiß ja alles, ich weiß ja alles. Ich sage, wenn du das damals zurückgeblättert alles gewusst hätte, wäre dir sehr, sehr viel die letzten Jahre erspart geblieben. Das Leben beweist dir, dass du eben noch nicht alles weißt. Und es geht nicht um Wissen, es geht zuerst darum, was bedeutet Bewusstsein sein. Ein absolutes Nichts zu sein. Aber wenn ich das doch wirklich weiß, wenn ich es nicht nur nachplapper, nachäffe, sondern dass ich wirklich weiß, wer und was ich bin, rot gelesen, in der Esoterik zum Beispiel. Wenn der Udo immer sagt, wieso fressen die ihre Müsli-Scheiße rein? Dass ja nichts an ihren heiligen Körper drankommt, der ja, die verwechseln heil mit gesund. Sie wollen einseitig sein, das ist Entheiligung. Es ist die absolute Entheiligung. Wer will nicht sein? Aber dann wollen sie sich wieder in die Stille meditieren. Nichts mehr träumen müssen, ins ewige Jetzt, in das Nirvana reinfahren. Ich sage, nein, das wäre zu Tode langweilig. Ich will doch was erleben. ER² will leben. Wir zwei wollen ewig leben, ewig viele Rollen spielen. Unendlich viel lernen dürfen, was in uns alles drin ist. Wir machen hier keine Religion, keine Esoterik. Du merkst, ich bin wesentlich mehr Physiker wie religiöser Mensch. Das ist die Weltreligion, ist die Physik. Aber die wird genauso verkehrt von den Priestern, der Naturwissenschaft genauso verkehrt gelehrt wie die Priester, ob das jetzt jüdische Priester sind, ob das jetzt Priester in mir, die Frucht in mir, Esther habe ich mich versteckt. Nicht in diesen Hüllen, in diesen Phrasen, wo sie von sich geben und Leute ständig vorschreiben, was sie glauben müssen oder nicht glauben und was richtig und verkehrt ist. Ich sage, alles ist richtig, aber auch alles ist verkehrt. Und alles ist wie ich, Dick. In diesem einzigen Zentrum, das ich selbst ist, wir sind. Und das ist ein Spiel, das musst du mit dir alleine spielen. Das geht nicht. Bewusstsein ist das, was Wissen erlebt. Erleben. Wir wollen erleben. Wir wollen was erleben. Und da ich jetzt mittlerweile so weit bin, dass ich sage, ich lehne mich ganz zurück in mich selbst, habe ich mir ein rotes Ich erschaffen, dass ich da durch diese ganzen Lernprozesse durchlaufen lasse, die ich schon alle durchlebt habe. Es ist eigentlich hier vor 2000 Jahren schon alles passiert gewesen. Ich nehme alle Schuld auf mich, heißt,
Ich bin dafür verantwortlich für alles. Ich nehme auch die Verantwortung auf mich. Du bist immer freigesprochen, egal was du magst. Und du wirst irgendwann einmal lächeln, das Lachen des Buddhas. Und wir werden, dann kann ich wiedergeboren werden. Die Hesse-Geschichte, ich habe es in einem der vorhergehenden Selbstgespräche mit erwähnt. Und dann können wir lachen, lachen, lachen. Ja. Im Positiven. Und lach, ey Chat, das ist die Lebensfrische. So ist das Leben. Gut. Fragen? Tausend. Wenn zu mir mal kommt, ich habe da mal eine Frage. Ich sage, die kannst du eh vergessen. Die Fragen, die du zurzeit mit deiner Logik stellst, sind so unendlich hinfällig. Und die, die wie ich dich sind, diese Fragen sind tausendfach beantwortet. Du willst sie bloß nicht wahrhaben. Und dann wieder die Wahrnehmung. Was ist eine Wahrnehmung? Die Wirklichkeit und die Wahrheit, ein riesengroßer Unterschied. Aber vier Seiten. Lesen wir es rot, das wirkende Licht, oder lesen wir es blau? Ja. Sehr simpel. Du kommst an der Vordersprache nicht vorbei, wenn sich dein Geist weiterentwickelt. Und dass ich jetzt hier immer sage, auch das ist ein Riesenkomplex, was wir jetzt Vordersprache machen, dass ich da immer noch mal sage, dass betrachte wirklich das ganze Wissen, das du jetzt deiner ausgedachten Menschheit zusprichst, als rein als Betriebssystem Basic, was für Möglichkeiten sind. Und ich habe immer wieder gesagt, Windows-Daten wirst du nie erfassen können mit Basic Grundlogik. Und alles, was Holofeeling ist, ist immer noch Basic Logik, weil du kannst wirklich, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du das nachvollziehen. Du läufst ja nach wie vor auf Basic. Das heißt, ich habe früher vor 25 Jahren jetzt gedacht, immer gesagt, wir reizen jetzt erst einmal unsere Basic-Logik, unsere Denkmöglichkeiten mit Basic aus. Das ist Holofeeling, ist der höchste Stand, was mit diesem Denken überhaupt möglich ist. Und das führt dann zur Verwandlung auf die nächsthöhere Ebene, die ich Windows nenne. Dann öffnet sich das Fenster zur Wirklichkeit. Das ist Windows. Und darum bauen diese 8 Bände in Holofeeling so auf. In den Ohrenbohrungen. Das ist ein ganz klarer, da können wir diese Stufung dann zum Beispiel, könnte ich so viel erzählen mit den 4 Oktaven, die wir haben, diese 28 Zeichen, in Einheitskreis reingesetzt, die 27 plus 1, 0, 1, der erste Genesis-Satz. Es verschmilzt wirklich auf einer Zahlenebene, auf einer heiligen Geometrie, alles Wissen aller Religionen bis hin zur Naturwissenschaft. Und ich sage es nochmal, Naturwissenschaft ist zurzeit die Weltreligion, die genauso von den Priestern dieser Naturwissenschaft genauso verkehrt gelehrt werden, wie Juden ihre Sachen verkehrt lehren, wie die Moslems, die Hindus, die ganzen Christlichen, die allen buddhistischen Strömungen. Es sind in deiner ausgedachten Welt, hast du eigentlich nur zu erkennen, egal wen du hast, es sind im tiefsten Innern zuerst einmal immer noch chronologisch, unbewusst chronologisch denkende Menschen. Es kann durchaus einer sagen, ja, es gibt ja nur hier und jetzt. Aber dann beobachte ihn einfach. Und ich kann dann immer meine weisen Figuren, Debbewein nehme ich immer gern, da wenn du mehrere Gespräche hast, da ist rudimentär, ganz grob, ist immer dieses Prinzip drin. Ich kriege zum Beispiel, ich beantworte jetzt eine Frage, ich denke mir jetzt eine Ruth aus. Die schreibt mir ganz, ganz kurze Karte über das Lola-Prinzip. Ist das Holofeeling? Fragezeichen. Und dann schmunzel ich und dann sage ich, für mich in meinen Gedanken denke ich mir als Brüssel oder jetzt, ach Kleines, du müsstest dir bloß all die Selbstgespräche anhören, um 2000 rum, da wird auf das Lola-Prinzip eingegangen. Das Lola-Prinzip als Büchchen ist genial. Einfache Märchengeschichten Holofeeling, darum beantworte ich die Frage mit ja. Es sind eigentlich Jesus-Zitate, sorge dich nicht um morgen, du brauchst kein Geld und so weiter und so fort, denk dir die Welt schön, dann wird sie schön. Ich sage mal, so funktioniert es nicht. Und dann kann ich jetzt ganz, mir kommen eine ganz klare Stelle, da muss ich jetzt schauen, wer ist der Hintergrund, wer hat es auf den Markt geschmitten, das ist ein Egli, ein Schweizer. Und alles, was da drin steht, da gibt es also das kleine Lola-Prinzip-Buch, das erste, dann ein dickeres Buch, das ist übrigens zeitgleich, wenn ich zurückgeblättert aus, herausgekommen, damals war ich bei der Inge am Bodensee und es gibt ja ganz, jetzt mache ich eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Ich habe von meinem eigenen Geld die erste, ich bin du, den ersten Band, habe ich 500 Bücher drucken lassen in einer kleinen Druckerei, die haben 32.000 Mark gekostet. In dieser kleinen Serie.
Es ist immer eine Kostenfrage. Damals hat es ja nur keinen Copyshop und das ganze Zeug überhaupt noch nicht gegeben. Und jetzt ist es ganz interessant. Das kannst du jetzt ausrechnen, wie ein Buch ist. Und dann hat eine Gönnerin gesagt, sie will die alle drucken lassen, die damals rausgekommen sind, die Selbstgespräche. Und dann haben wir, ich bin du und du bist ich. Gibt es zwei Hardcover-Versionen, da wurden jeweils 1000 Stück gedruckt. Und aufgrund dieser Auflage hat dieses Buch dann in der 1000er Auflage, hat ein Buch, glaube ich, ich würde dich auch nicht, 8 Mark gekostet. 8 oder 9 Mark ein Buch bei einer Auflage von 1000. Der Egli hat ein Lola-Prinzip-Buch rausgebracht. Das hat 98 Mark gekostet im Laden. 98 Mark. Das ist von den Druckkosten, war das keinen Deut, wobei der viel höhere Auflage, ich schätze mal, das wird so um die 6 Mark gekostet haben für 98 Mark VK. Und wenn du dann hinten aufschlägst, dann ist ganz, sagst du mal, Merchandising, Lola-Prinzip Tassen, Lola-Prinzip Käppchen, Lola-Prinzip. Und jetzt das Nächste. Egli, wenn du damals Egli buchen wolltest, ich weiß das, wenn du den eingeladen hast, unter 7000 Mark ist der gar nicht zu dir gekommen für einen Vortrag. Und jetzt sage ich, wenn du dir jetzt Gedanken machst, du das, was die Prediger predigen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Es geht nicht um das, was drinsteht, es ist Holofeeling Light. Aber der Schöpfer, den du dir jetzt ausdenkst, einfach nur Kopfschütteln. Kann er das verstanden haben, und ich sage jetzt, blöd ist eigentlich nicht er, wie blöd sind Menschen, die sich das Zeug reinziehen, auf seine Vorträge gehen, für Heiligkeit predigen und für Geld verdienen, indem er dir für viel Geld verkauft, die Weisheit, sorge dich nicht um morgen, du brauchst kein Geld zum Überleben. Was kann der von diesen Sätzen verstanden haben, wenn er es nicht selber vorlebt? Und das gilt jetzt für alle Lebensberater. Sie erzählen das, was richtig ist. Leben Sie es. Ja. Jetzt denke ich an den Roger Liebig Video, ein Prediger, ein Schweizer Prediger. Schwer, Bibel zieht fast, wenn so wie... Danke. Alles klar. Jetzt denke ich, kann man auch, gib einfach Roger Liebig, glaube ich, heißt der Schweizer Prediger, hat unser Redner was reingestellt. Nur Physik, er hat Theologie studiert, wenn du das nachschaust. Es ist schlichtweg und einfach, das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Wohlgemerkt, ich kritisiere niemals irgendetwas, was ich mir ausdenke. Bist du schon ich? Ich bin ein träumender Geist, musst du dir jetzt sagen. Und er lässt es mich träumen, dass ich die Fehler finde. Aber nicht, dass ich die ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass die so sind, wie sie von mir gedacht waren. Dann musst du mir das vorwerfen, dass ich dir das einfallen lasse. Und wenn der sich hinstellt, aus der Bibel zitiert und erklärt, dass Gott beweisbar ist, ich will das Video jetzt nicht hersuchen. Und es ist fast eine Latanei von einem Riesenvortrag, dass er nur um die Gehirnzellen, so und so viele Milliarden Gehirnzellen, kein Computer gibt es, der mehr Gehirnzellen hat. Er quatscht nur naturwissenschaftliches, raumzeitliches Wissen noch. Ist ihm klar, dass in der Vergangenheit nie was passiert ist? Und stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, die du dir bisher ausgedacht hast. Und das Meer, El Hayom, Gott wird nicht mehr sein. Das Meer ist ein Symbol. Der immer ist, ist ein Symbol. Eine ausgedachte Ewigkeit ist was Existierendes. Das Wort Ewigkeit. Rot geschrieben steht es für etwas, was gar nicht existieren kann. Geist, rot geschrieben, kann nicht existieren. Kann man auch nicht besitzen. Bewusstsein, dasselbe in grün. Energie, dasselbe in rot. Bewusstsein in Grün ist etwas Aufblühendes, das, was aber in dir aufblüht, an einem Baum des Lebens, der Garten. Da sind zwei Bäume. Einer in der Mitte und interessant von Gut und Böse. Dieser Baum schreibt sich einfach nur GN. Das ist Geistsein. Und der Geist ist von Gut und Böse, Wellenberg und Wendall. Ja. Und dann kommt die Schlange, wenn du von dem Baum von Gut und Böse isst, dann werden dir, ich sage immer, die Augen, wird dir die Becken aufgehen und du wirst sein wie Gott. Wenn du weißt, dass immer beides gleichzeitig ist. Es gibt keinen Berg ohne Tal, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Entweder ist beides da und nicht nacheinander. Das ist dein Problem. Dir fällt die erste Drehung. Hell, dunkel, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
Ist es so schwer zu verstehen, wenn ich zum Beispiel eine Seite in einem Buch anschaue, eine Internetseite anschaue, wo Worte drauf sind, dass die in dem Moment alle jetzt sind? Und jetzt versucht ihr mal jetzt auszusprechen. Und dann sage ich, dann musst du dich auf eine Zeile fokussieren, du musst ein einziges Wort rausselektieren und dann kannst du das aussprechen. Und dann selbst, wenn du das Wort siehst, was unterscheidet jetzt eigentlich die Worte auf einer Seite von den Buchstaben in einem Wort? Du nimmst nur wieder eine kleinere Kollektion, die mir jetzt, die Seite ist voller Worte, aber das Wort ist voller Buchstaben. Und dann wirst du beim Aussprechen feststellen, dass du die Geräusche selber, darum ist ja das Hebräische, jetzt hast du mal abstrakt, eine reine Konsonantenschrift. Mir fällt jetzt spontan wieder ein, die Götter müssen verrückt sein. Dieser kleine Pygmäe, das ist genau. Die Knacklautsprache in Namibia. Die reden so komisch, weil die ohne Vokale, ohne Zeit. Das ist das, was wir brauchen, dass wir das dehnen können, dass wir uns aber das, was wir vor uns hinstellen, was wir ausdehnen, sind einfach nur Raum- oder Zeitfenster. Traumfenster, T-Raum, gespiegelte Raumfenster. Das sind die Traumfenster. Das ist einfach, das ist wirklich einfach. Der ganze Komplex, wo ich das Komplizierte mache, immer wieder dieselben Worte. Lass doch einfach, wenn du mal immer wieder spielst mit den Menschen auf der Brösel-Ebene, als Mensch unter Menschen, als Brösel unter Brösel und konfrontiere dich mit Sachen, du kannst die neugierig machen. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Was hat der Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Da kann man jetzt variieren, Namen sind austauschbar, Worte sind austauschbar. Frag das deine Menschen und schau, wie sie darauf reagieren. Und dann hängt es schon wieder ab, was die glauben, wer du bist. Wenn du das auf einer Ebene machst von Brösel und keiner weiß, was es ist. Wenn ich das mache und da gehen die jetzt davon aus, entweder positiv oder negativ, dass ich ein Spinner bin, das habe ich so oft schon gehabt, da meinen die, ich will was Besonderes hören. Kann mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Menschen frage, was denkst du eigentlich, wenn du an nichts denkst? Das ist eine wunderschöne Frage. Stell das einmal einfach auf der Arbeit oder was so in einem leichten Gespräch. Stell das einmal deine Mitmenschen, was sie darauf antworten. Lass dich überraschen. Es kommt übrigens aus dir, was die antworten. Okay. An was denkst du, wenn dann die Antwort ist so einfach wie das Quadrat mit drei Stimmen? Jetzt hast du mal an das Geräusch nichts. Ich spreche mit meiner Gedankenstimme, ja. Das Wort nichts. Das ist ja eindeutig jetzt in mir auftaucht, wenn ich das denke. Aber was für Erklärungsmodelle. Und das manche machen es dann bloß so. Keiner wird dir sagen an das Wort nichts. Außer er hat Holofeeling gelesen. Ich denke mir dann mit meiner Gedankenstimme das Wort nichts. Weil das Rot gelesen ist, jetzt ist wir wissen, was rot ist. Und das habe ich schon oft gemacht, die jetzt von dem Udo wissen, dass er irgendwie philosophiert oder sonst was. Wie Radebrechen, die versuchen zu erklären, was nichts ist. Also in meiner Welt jetzt, sag ich, was zapperst du eigentlich für einen Scheiß daher? Ich mache da zum Abschluss ganz kurz. Das ist so die Stelle, ein altes Beispiel, 20 Jahre alt, wenn ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe und dann hält neben mir ein Auto. Und dann geht die Scheibe runter und dann sagt der zu mir, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier der Bahnhof ist? Dann sage ich denen, ja, ganz einfach, wenn ich es weiß, dann sage ich zu denen, da fahren sie jetzt nach vorne, dann nach rechts und nach 500 Meter kommt der Bahnhof auf der linken Seite, wenn ich es weiß. Es kann aber sein, dass ich es nicht weiß und wenn der mich was fragt, sage ich, es tut mir leid, ich bin nicht vorher, ich weiß es auch nicht. Punkt, eine klare Aussage. Wenn ich als Udo was frage, jetzt kommt die Situation, ganz einfache Fragen. Dann und dann fangen die an und die meinen, ich will irgendwas Bestimmtes von ihnen hören. Nein, ich habe eine Frage gestellt und du weißt es entweder oder du weißt es nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine dieser Seiten. Das ist übrigens sehr spaßig, weil es mir gerade kommt, ihr wisst ja, ich bin ein lustiges Kerlchen. Bin ja mit dem Holger viel unterwegs. Ich habe jetzt wirklich einmal gesagt, du musst es wirklich einmal machen, wenn du jetzt in einer Großstadt spazieren gehst, und dann musst du mal einen Reiseführer oder was in die Hand nehmen. Wir machen das beim Fahrrad in der Kleinstadt jetzt ausgedachterweise, dass ich zum Beispiel irgendwo mein Fahrrad halte und dann sage ich, Entschuldigung, können Sie mir sagen, da soll es hier eine Holzschuhbläserei geben, wo diese Holzschuhbläserei ist. Und dann grübelt die nach, sagt, nee, habe ich noch nie was davon gehört. Du magst, die hören eigentlich gar nicht richtig zu. Ja. Aber was ganz toll ist, in einer Großstadt musst du mal fragen, können Sie mir sagen, wo hier der evangelische Westbahnhof ist? Und das Irre ist,
Die meisten Menschen checken überhaupt nicht, was du fragst. Wie wenig die eigentlich die Programme zuhören. Ja, ja. Es ist wirklich so. Ja, das ist so. Es ist eigentlich, wenn du anfängst, deine Tierchen in deinem Traum zu erforschen. Und was ich ja jetzt immer wieder zeige, bleiben wir mal, es ist ja kein Unterschied, ob du dir jetzt ein Video anhörst, diese Filmberatungsvideos, egal über welche Themen, über Nahrungsergänzungsmittel, über Physik, über Mathematik, denk an unseren Schönen, der dir die leere Menge erklärt, dass dir mal selber wirklich etwas Eigenes bringen. Das kannst du wunderschön nachlesen in diesem Selbstgespräch, das Regeln. In einer ganz einfachen, aphoristischen Form, was Weisheit ist, was Menschen sind, was Doktorarbeiten sind. Es ist ein Nachäffen. Und jeder, der selbst ehrlich ist, kommst du irgendwann einmal an einen Punkt, wo du sagst, da komme ich nicht mit. Aber auch die Erkenntnis, es reicht ja, wenn ich genau das hinschreibe, was der will, dass ich hinschreibe. Und dann passiert was Eigenartiges bei Lesch und Konsorten. Dass das für dich irgendwann logisch wird, und zwar genauso logisch, wie die dir das erklären, obwohl das sowas für unlogisch ist, wenn man selber zum Denken anfängt. In Bezug auf einen geistigen Logos. Dass die kleinen Sätze, ich mache ja nur für die Lions erst einmal die kleinen Sätze, dass wenn ich so Sachen höre, wie vor 200 Jahren wurde schon die Wassermoleküle entdeckt oder der Mendeleev, und da müssen wir immer jetzt bewusst in einer Logik chronologisch denken, wie hat er das damals entdeckt? Der muss da sitzen und es muss ihm einfallen. Und es kommt das Tigerkäfigbeispiel sehr trügerisch. Ich habe hier so eine Erfahrung als Udo, wo ich in der Schule, und ich mache ein physikalisches Phänomen, ich habe ein paar Mal schon darauf hingewiesen, wie man Wasser aufspaltet in Wasser und Sauerstoff. Und da war ich so unendlich beeindruckt. Einfach ein Wasser, ein kleines Aquarium nehmen, da tun wir Wasser rein, ich mache es jetzt sehr einfach, zwei Reagenzgläser unter Wasser halten, dann voll Wasser laufen lassen, auf den Kopf stülpen, dass die Öffnung unten ist, dann eine Autobatterie, zwei Drähte, die Enden abisolieren, in diese zwei Gläser rein und dann einen Strom fließen lassen. Ich bleibe jetzt, und dann steigt hier Gasbläschen auf, und dann hast du in den einen Gläschen hast du mehr Gas und im anderen Gläschen hast du weniger Gas. Das ist unser H2 und unser O. Wo das Doppelte drin ist, muss zwanglig das H drin sein. Und wo das eine drin ist, ist das O drin, weil das eine ist ja die 2. Das wusste ich damals natürlich nicht. Sage ich jetzt mir, denke ich mir einfach so. Und dann, was jetzt das Beeindruckende war, war nicht das, sondern dann hat hier unser Lehrer die raus und hat hier dann das H, wie es aus dem Wasser rauszieht, dann geht das Wasser, dann ist ja oben in dem Gläschen noch, sind die zwei Gase, und dann hat er das Wasserstoffgläschen, das mit dem Doppelten, hat er so nach oben, so die zwei Ränder aneinander gestellt, ich muss das so machen, und hat dann hier, und dort es ja leichter ist, das ist alles Wissen natürlich, geht es in das Glas und dann mischt sich das Sauerstoff mit dem Wasserstoff. Und das wird ja Knallgas. Ganz interessant, Knallgas. Und dann geht er hier mit einem Streichholz hin und dann macht er ohne Rauch, ohne nichts. Es knallt ja, das Knallgas knallt einfach ohne irgendwelche Rauch- oder Feuerentwicklung. Und da, boah, sowas hat mir gefallen. Ich war ja Spezialist. Ich habe als 10-Jähriger schon Schwarzpulvermischungen in Bomben gebaut, habe ich da schöne Narbe noch. Mit, das sowas hat mich begeistert. Ich mache, wenn es kracht und zischt. Und wieso ich jetzt die Geschichte nochmal erzählt habe, wenn du dir geprägt bist und dann äffst du das nach, dann ist das ja alles unheimlich logisch. Und was jetzt dann der Gedankengang ist, die Frage ist, jetzt denkst du dir deine Oma aus und zieh die das dann auch. Ich habe das Wissen, ich habe das ja gelernt, aber ich gehe mal davon aus, meine Oma hat es nie gelernt in der Schule. Wenn jetzt das meine Oma, wenn ich die mir jetzt ausdenke und die wäre dabei, sieht die das auch. Und jetzt pass auf, dieser Gedanke, zerst einmal jeden Menschen, den du dir ausdenkst, ist nur weil du ihn denkst, das ist eine Kiste, ob was er sieht oder nicht sieht, bestimmst du als der, der es diesen Menschen erschafft. Du kannst natürlich denken, ich weiß es nicht, was der dann sieht oder nicht sieht. Dann erschaffst du die Vorstellung, dann machst du ihm dieses Fragezeichen, Schrödingers Kiste. Ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist. Das ist der Fragezeichenzustand. Und alles Physikalische baut auf dieser Wellengleichung auf. Das ist dann eine erweiterte Form von Schrödingers Katze. Der Endpunkt. Bin ich auch lang und breit darauf eingegangen. Quantenmechanik ist zuerst einmal der Schwerpunkt der Beobachterphänomen. Das heißt, auf der absoluten
Mikroebene sieht es so aus, im Mikrokosmos sieht es so aus, dass der Beobachter bestimmt, was passiert. Der Doppelspalt heißt schlichtweg und einfach, der Versuchsaufbau, den ich tätige, ist letzten Endes das, was ich zu sehen bekomme. Wenn ich eine Welle messen will, dann messe ich eine Welle. Und wenn ich ein Teilchen messen will, messe ich ein Teilchen, was übrigens schon nicht genau stimmt. Jeder, der dir das erzählt, plappert schon auch und baut eine Vorstellung auf, weil das, was er jetzt sich vorstellt, eigentlich gar nicht sehen kann. Das ist immer unsere große, unser Kassner, das ist ein Photon. Alles, was die dir zeigen, sitzen die vor dem Computer und sie glotzen auf dem Monitor. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht nicht mehr, was die jetzt eigentlich seht. Und jetzt kommt die logische Erklärung, dass da ja ein Computer, ein Sensor, das sind alles ausgedachte Dinge und ausgedachte Dinge sind nur dann, wenn du sie denkst und sie funktionieren genauso, wie du sie denkst. Ich betone nochmal, das ist hundertprozentig sicher. Ich setze mich vor einen Computer hin, wo ein Programm drauf ist, das letztendlich Bilder aufschmeißt und ich meine, das Programm hat mit den Bildern nichts zu tun. Der Beobachtereffekt ist diese, die Physikbücher sind extrem präzise, ich kann es nicht oft genug sagen, aber auch jede heilige Schrift, erinnere dich jetzt an das Gimmel, da ist die Einstein-Formel schon drin. Und auch wenn ich immer wieder sage, alle Naturkonstanten auf der Zahlenebene zeige ich dir in der Dora, bis hin die ganzen mechanischen Formeln, die Feinstrukturkonstante, muss dich gar nicht interessieren. Wenn du ein Physiker bist, wenn du das speziell studiert hast, dieses Wissen, wenn das in deinem Schwamm drin ist, dann müsst dir das Herz aufgehen. Komischerweise wollen die mit Holophilie nichts zu tun haben. Ich habe noch keinen gefunden. Ich habe zwar etliche Professoren, die total begeistert sind, aber die haben alle festgestellt, es ist besser, den Mund zu halten, sonst verliere ich den Job und ja, das Geld verdienen ist so spät. Es wird diese Welt, die du dir ausdenkst, niemals erfahren. Es ist eine Traumwelt und in dem Moment, wo du aus der Welt jetzt erwachst, in die höhere Ebene, ist das Schnee von gestern. In dem Moment, wo du aus den Windeln rausgehst, nicht mehr in die Hosen scheißt und in die Schule kommst, ist all das ganze Gebabbel, dein Nuki ist dann vollkommen unwichtig geworden. Es ist eine Sucht, zu glauben, immer wieder die Sucht, Wissen ist eine Sucht, festzuhalten an einem vollkommen fehlerhaften Wissen. Mir fällt gerade mein kleiner Joke aus, wo ich sage, immer eine Sucht loszulassen, es ist wirklich eine Qual. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Man sagt so, die Heroinsüchtigen, wieso fallen die immer wieder zurück, die Junkies? Es gibt jetzt erst einmal schon die leichten Süchtigen. Wir machen jetzt in deinem ausgedachten Welt das Rauchen. Das sind jetzt Sachen, die habe ich vor 20 Jahren schon erzählt. Und Alkohol. Versuch einmal, wenn du ein Raucher bist, aufhören zu rauchen, wie schwer das ist. Aber was tut da eigentlich weh? Da tut ja nichts weh. Beim Alkohol, wenn du hochgradiger Alkoholiker bist, der ein bisschen schlimmer, aber auch nicht ganz. Es schmerzt. Jetzt stellst du dir vor, du bist heroinsüchtig oder Crack. Da passiert Folgendes. In dem Moment, wo du das Zeug nicht mehr hast, kriegst du körperliche Schmerzen. Du meinst, dich zerreißt es. Ich sage, wenn du schon nicht von einer Zigarette loslassen kannst, wo du eigentlich wo bloß ein blödes Gefühl da ist, was meinst du, wie schwer es ist, von Heroin loszulassen? Wenn du vor lauter Schmerzen nicht mehr weißt, wohin und du weißt, wenn ich mir jetzt einen Schuss setze, ist es von innerhalb von Sekunden weg. Und ich sage, du musst erst einmal durch so einen Zug durchgegangen sein. Und in einem habe ich erzählt, ich kenne das. Ich war hochgradig süchtig und ich habe nächtelang geheult und gebrüllt, weil ich meine Droge nicht hatte. Das war mein Nuki. Ich weiß, wenn ich mal Sips, mein Nuki, aber ist alles wieder in Ordnung. Ja. Es war ein harter Entzug, Aber du musst erst einmal diese Windel- und Nuki-Phase überwunden haben. Das ist zurzeit ein materielles Weltbild, das ist ein religiöser Glaube, das ist die Sekte, in der du drin hängst, das ist die politische Partei, in der du drin hängst, wenn du in solchen Sachen drin hängst. Egal, ob du dich politisch oder religiös beschäftigst, das ist eine Droge, die dir suggeriert, du wüsstest schon, was Sache ist. Du wüsstest, du bist dir so hundertprozentig sicher, dass alles, was du geistlos nachäffst von deinen Lehrern, Erziehern, deinen Vorbildern, dass das die einzige Wahrheit ist. Jetzt, wie gesagt, politisch, religiös ist alles austauschbar. Und in die Schule, in die göttliche Schule des Lebens kannst du erst gehen, wenn du das alles hinter dir gelassen hast. Dann kommst du in die Schule und das ist das, was ich dir mitteilen will. Dann ist das Schnee von gestern. Aber wenn du dann aus der Schule draußen bist und mit beiden Beinen im Leben stehst, egal was du machst, und jetzt kommt die wichtige Aussage,
Am Ende der Schule darfst du in deinen Prüfungen die Formelsammlungen und den Taschenrechner alles mitnehmen. Ich verlange nicht, dass du dieses Wissen der Offenbarungen oder der Bücher der Physik und Religionsbücher auswendig kennst. Du hast es doch in dir drin, dass du irgendwas selber ausrechnen musst. Du hast doch einen Taschenrechner. Was ich verlange, ist, dass du die Grundprinzipien verstehst, zum Beispiel, wie kann ich ein Wort genauer analysieren? Ich gehe mal zuerst einmal, ich schaue mir die Etymologie in DWDS an und wenn dann griechische Wörter auftauchen oder lateinische Wörter zum Beispiel, dann gehe ich dann in griechische und Lateinwörterbücher rein, dann kann ich nachschauen, was bedeutet dieses Wort eigentlich auf Hebräisch, Ivri, ganz normal gelesen, und dann kann ich anfangen, die Buchstaben, die Konsonanten zuerst einmal zu nehmen, das wird alles in den Offenbarungsbüchern beschrieben. Dann kann ich die Konsonanten nehmen und so weiter und so weiter. Die Bücher, du hast doch jetzt das Smartphone, ein Tablet, jetzt die neue App, wo sie machen, um die zeigen zu lernen. Das kommt automatisch, alles kostenlos. Ich bin kein Egel. Schau dir dieses Werk, Riesenwerk auf der Offenbarungszeitung an, vom ja. Arthur, das der Arthur initiiert hat. Und es geht immer wieder los, wenn du jetzt in die Geschichte gehst, aber zuerst einmal hier. Der Peter Staden, der eine schöne zusammengefasst hat und natürlich in Heigo nicht vergessen. Das sind die ersten zwei größeren Holofeeling-Seiten gewesen, unabhängig voneinander. Dann, wie der Peter Staden aufgehört hat damit, hat es die Diane übernommen, weitergepflegt mit unheimlich viel Arbeit. Und dann macht der Ardo von sich aus und dann haben die sich zusammengeschmissen und die machen das einfach. Sie glauben nicht an Gott, sie arbeiten für Gott. Die machen jedes, was ich ihnen machen lasse, abgesehen davon. Ob sie sich das raussuchen konnten, du kannst dir nichts raussuchen. Du kannst dir nicht einmal ein Gericht, wenn du als Brösel in der Kneipe gehst, kannst du dir nicht einmal das Gericht raussuchen. Erkläre ich jetzt. Das, sag das einmal zu irgendjemandem in deiner Welt. Du hast jetzt erkannt, dass wenn irgendeiner in ein Lokal eine Speisekarte kriegt, dass der gar nicht bestimmt, was für ein Gericht er sich bestellt. Da wird jeder sagen, du spinnst doch. Holofeeling-Lösungen sind alles Quadrate mit drei Strichen, unheimlich leichte Lösungen. Alles, jedes Problem, das in dir auftaucht, es gibt nichts leichter, du musst bloß es loslassen lernen. Versuch niemals ein Problem zu lösen, dann denkst du dich nämlich extrem in die Struktur herein. Sobald du was loshaben willst oder bekämpfst, denkst du ständig an das und grübelst nach, wie kriege ich das los, wie kriege ich das los? Ja. Dann erhält man es. Versuch mal 5 Minuten nicht an Eisbären zu denken. Ja. Das ist das Beispiel, nicht bin du. Ja. Wenn du nie an Eisbären denkst, aber diese 5 Minuten, wo du dir den Kopf zerbrickst, ja, wie du die Eisbären in deinen Kopf loskriegst, ersetze diese Eisbären für irgendeinen Zahnschmerzen. Gehe ich zum Zahnarzt, gehe ich nicht zum Zahnarzt, hoffentlich bohrt er nicht, wenn er rausreißen muss, dann muss er mir vielleicht eine Krone oder ein Implantat setzen lassen, was das wieder Geld kostet. Und immer wieder im Hintergrund, es kommt vom Hundertste ins Tausendste. Denkst doch einfach nochmal, geht nicht. Dein Programm zwingt dich, du bist wohlgemerkt ein träumender Geist. Jetzt lernen wir wieder ganz am Anfang, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Und dann erhebe dich und beobachte das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Boom. Und zwar, du musst es beobachten, wie du werdest, wie du Angst hast, wie du rechthaberisch bist. Das kriegst du nämlich nie mit, wenn du wieder einseitig rechthaberisch bist. Du musst der werden, der das mitkriegt, dass du wieder einheitlich rechthaberisch bist. Dass da wieder ein Ja-Aber in dir hochkommt. Das wird nicht einmal ausgesprochen. Das heißt, du musst in die Ebene der Existenz, ich sage in den Arbeitsspeicher rein, der natürlich in dem Moment existiert, wo du ihn denkst. Das ist immer, wenn ich jetzt ganz, ganz schlicht wieder sage, schnipp, und jetzt denk an eure Brille, wenn du eine Brille aufhast. Und jetzt selber, wenn du jetzt vor dem Computer sitzt und kein Brillenträger bist, ist dir bewusst gewesen, hast du die ganze Zeit gesehen, dass die zwei Pixelmännchen jetzt, Helga und Ritter, Brillen auf der Nase haben. Obwohl du die doch laufend angeschaut hast. Hast du den Fokus auf der Brille gehabt? Wenn du mit dem Auto fährst, existiert dann eigentlich dein Dach und deine Windschutzscheibe. Ich mache mal nur die Windschutzscheibe. Was sagt deine Logik? Schau in dich rein, was deine zweite, deine anerzogene Logik dir suggeriert. Du brichst das zweite Gebot, du bist dir hundertprozentig sicher, dass die Windschutzscheibe auch dann da ist, wenn du nicht an die Windschutzscheibe denkst. Ich habe sie doch laufend vor Augen. Nein, das, was auf der VR-Brille selber ist, ist das, was du fokussierst. Das ist immer die Sache mit der Tastatur. Wenn ich die Tastatur anschaue, ist mir klar, da ist alles gleichzeitig da. Aber ich sehe halt das Dollarzeichen oder das Prozentzeichen. Probier es aus.
Schau dir das Tattoo an, dann siehst du, dann hast du immer so ein leichtes Schweben. Und ich kann jetzt immer wieder sagen, nimm das Rautenzeichen. Wo ist überhaupt das Rautenzeichen? Schau hin. Puff. War das da, wie du dir das Tattoo angeschaut hast? Waren die zwei Brillen auf den Pixelgesichtern drauf? Waren die da? Jetzt, wo man die Brille, wo ich es anspreche, ist es da. Und jetzt sage ich wieder, schau in dich rein und mach dir bewusst, was du bis dato geglaubt hast. Dass all diese Dinge, von denen du glaubst, dass die da außen sind, auch wenn du nicht dran denkst. Dass die halt dann da außen sind, wenn du nicht dran denkst. Aber das ist doch so ein geistloser Blödsinn. Hat das was mit 100% Sicherheit zu tun? Wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Und wenn du es denkst, ist das dann mal hier und jetzt. Und das, was du da DR außen nennst, geöffnete Berechnung, hebräisch Generation, AOB, Schöpfung, Beschwörung, was du beschwörst, sind Meineide. Und ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leid, solange du mit deinem derzeitigen Ego Meineide schwörst. Das ist das Einzige. Das ist ein Vorschlag. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Das sind so unendlich viele Stellen, dass du Menschen, die du dir ausdenkst, was vorwärst, wo du irgendwie vom Aufschnappen, was du vom Hörensagen kennst, wenn ich immer sage, wie der ist, obwohl du die doch selber überhaupt nicht kennst, persönlich kennst. Wie maßt sich ein jetzt von mir ausgedachter Ugo an, über einen Udo zu richten, was er alles weiß, was ich mache, wenn zu mir einer kommt. Und dann rufe ich die Polizei und lauter, was du jetzt hier das kleine Sätzchen reingestellt hast, wo kommt er da eigentlich drauf? Da ist übrigens ein Quäntchen Wahrheit mit drin. Eine Geschichte noch ganz kurz zum Abschluss. Ich blätter sehr weit zurück, 15 Jahre, und ich sage jetzt, wenn du das Helene-Programm hast, kannst du das beschwören. Da war Doni und Helene bei mir, habe ich noch in Ellingen gewohnt, war Doni und Helene mir, das war nach Almeida-Vorträgen. Da hat es eine Frau gegeben, die hat von ihrem Bruder erzählt. Und wir sitzen einfach und abends klingelt plötzlich die Haustürglocke. Das ist jetzt, aber das kann der Ugo, den ich mir aus den gar nicht wissen, außer ich denke mir das. Ich will damit demonstrieren, dass wirklich alles mit allen zusammenhängt. Ja. Und dann klingelt das Telefon und wir machen auf und da sitzt ein Verrückter klingelt bei mir und sagt, jetzt bin ich da. Und zwar ist der in der Psychiatrie gewesen, also freier Ausgang, und hat jetzt gemeint, weil seine Schwester so geschwärmt hat von den Udo Petscher, der Menschensohn ist da, hat er sich hier von Norddeutschland irgendwie wie wir es uns jetzt denken, er taucht ja in mir auf. Sagt, und jetzt bin ich da und jetzt rette mich. Also geht zu Toni und Helene, und was machen wir jetzt mit denen? Ich sage immer wieder, ich muss mir keinen Stress nicht machen, es sind ja nur Gedanken. Und dann ist es durchaus richtig, habe ich gesagt, sagst du mal meinen Test für Doni und Helene, was würdet ihr jetzt machen? Nächstenliebe. Es ist immer wieder, du kannst bloß an Geist was Gutes tun, an Gedanken von dir kannst du sowieso nichts Gutes tun. Ja. Es sind zwar symbolische Darstellungen, das, was du willst, dass man dir tut, dass du auch einen anderen, aber du musst zuerst registrieren, ist hinter dieser Person in deinem Traum ein Geist, der es erleben kann, oder ist es wirklich nur eine vergängliche Erscheinung, die schon wieder weg ist, wenn du es nochmal denkst? Ja. Und da ist kein Geist dahinter gewesen. Aber selbst da, und dann habe ich Toni und Helene getestet, die wird jetzt übrigens, der Geistesfunk, der mit dem Helene-Programm schmunzelt, der wird jetzt zurückblättern in seinem Leben. Und dann, eigentlich habe ich nicht den getestet oder den Udo, mich muss ich nicht testen, ich bin Test-Udo. Ich habe Toni und Helene getestet. Ist ja ein Geist, aber mit zwei verschiedenen Perspektiven. Was macht man jetzt mit dem? Christliche Nächstenliebe, was soll man anfangen? Und die sind dann zu keiner Lösung gekommen, habe ich gesagt, was ich jetzt als normaler Staatsbürger mache, dann habe ich die Polizei angerufen. Aber nicht, weil ich böse bin, sondern das ganze Gegenteil, weil die müssen sich dann darum kümmern. Es ist dein Freund und Helfer, überhaupt nichts Negatives. Und ich sage dir gleich, wie das weitergegangen ist. Der hat dann von denen, die haben sich dafür gesorgt, dass er Unterkunft gibt, die haben dann übrigens nicht einmal hier, die haben noch bei der Polizei Zellen. Ja. Wo besoffen oder was eingesperrt waren, nicht einmal da ist er reinkommen, sondern da gibt es einen Sonderfonds für solche Fälle, immer zum Thema Obdachlose. Ich sage immer wieder, an was denkst du bei Obdachlosen? Ich sage, kann es in Deutschland, dass du dir ausdenkst, eigentlich Obdachlose geben? Wir haben hier eine Unmenge von Fremden, die nach Deutschland gekommen sind, die mittellos sind, die haben Wohnungen gekriegt, die kriegen Geld, die haben alle Handys. Ich bitte, sei wertfrei, ich rede jetzt von Nächstenliebe des Staates. Wie kann es dann sein, dass Deutsche überhaupt Obdachlose sind und auf der Straße schlafen müssen? Du kannst jetzt in dich reinschauen, deine Logik wird dir eine Erklärung geben, aber irgendwie ist da ein Widerspruch. Merkst du das?
Wenn doch alle Ausländer Unterkunft kriegen, wenn es eine Massenunterkunft ist, wie kann dann überhaupt dann auf der Straße im Winter schlafen müssen? Also es sieht es so aus, ich sag dir, was passiert ist, die Polizei ist gekommen, ich habe gesagt, Hans, der ist bei uns auftaucht, wieso auch immer. Es ist folgendermaßen weitergegangen, die haben sich dann darum gekümmert, der ist nicht einmal in die Zelle gekommen, sondern die haben dann, da gibt es einen Sonderfonds in unserem Casino, die Fremdenzimmer, ja. Der Staat zahlt das Zimmer, die haben den praktisch schlafen lassen im Casino und haben dann dafür gesorgt, was das war, haben wir nicht mal ausgedacht, dass er wieder heimkommt, dass er zurückkommt. Weil er mittellos war, also habe ich jetzt was Böses getan, aber muss ich mir den Stress selber antun? Geht es mir dann besser? Wie war das nochmal? Versuch nicht, ein Problem zu lösen. Da ist ein Problem in mir aufgetaucht, das war der ja. Benner. Das habe ich dann zuerst einmal weitergeschoben an Toni und Helene und mal geschaut, wie löst ihr das Problem? Ja. Löse dich vom Problem. Wie kriege ich das am schnellsten los, dass ich mir einen anderen Deppen ausdenke, der sich darum kümmert? Ja. Und dann fallen diese zwei wieder, einer, der weiß und einer, der die Macht hat und der nicht die Macht hat, plus minus, fallen dann in sich in mir zusammen und dann ist es wieder vom Tisch. Und dann geht es denen, sobald ich die nicht mehr denke, geht es denen super. Gut, ihr musst wissen, dass jeden Menschen, den du dir ausdenkst, ist im Prinzip dasselbe, wie wenn du an deinen eigenen Körper denkst. Und weißt du, wenn es deinem Körper am besten geht? Wenn, nicht mehr dran denk. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, dann ist er heil. Das klingt so unendlich einfach. Es ist so einfach. Ja, so einfach. Ja. Das Problem ist, ist der Zweite in dir, der dir das nicht, diese Einfachheit einfach nicht akzeptieren will. So einfach kann man es sich ja nicht machen. Doch, kann man. Man kann. Wenn man kann, kann man. Aber es kann nur Mann, niemals Frau. Es kann nur Geist, niemals irgendwas Ausgedachtes. Ja. Und das setze ich zusammen vor 20 Jahren. Was meinst du, wie gut es hungernde Näherkinder geht, wenn du nicht an sie denkst? Was meinst du, wie gut es deinem Körper geht, wenn du nicht an ihn denkst? Jeden, den du nicht denkst, der ist in der Heiligen Einheit. Und wenn du dir jemanden ausdenkst oder was ausdenkst, ist es genauso, wie du dir es denkst. Wobei die Sachen, die du dir jetzt leiden denkst, diese Menschen, nur deshalb leiden, weil du dir das denkst. Obwohl sie als Ding an sich, Ding, Gehirn an sich überhaupt nicht leiden. Ich glaube nicht, dass das Gehirn, wenn du Zahnschmerzen hast, dass dieses Gehirn irgendwas spürt von den Schmerzen vom Zahn, den du dir ausdenkst. Weil das Gehirn genauso was ausgedacht ist, ist wie der Zahn. Und das ist das große Heureka. Wenn du das jetzt verstehst, und es kann nur der Geist verstehen, der mich jetzt ausdenkt. Niemals irgendein Gedanke, nicht einmal der, der du zu sein glaubst. Und solange du an dem alten Wissen festhältst, wirst du leiden. Du Geist wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Ein Leid, das du selber erzeugst, durch Sympathie, durch Mitleiden. Ja. Also beginne jetzt erst einmal abortisch zu werden. Ein eiskalter Hund. Ja. Eis. Der Schöpfer Gottes Bewusstsein. Karl fängt an zu alternieren. Und jetzt haben wir das schöne Spiel von Warm und Kalt, wo ich gesagt habe, dass der Materialismus alles auf den Kopf stellt. Die sagen, die Wärme, hebräisch Chom, kollektives Meer, die Einheit, ist, ich nenne das einmal jetzt bewusst, die absolute Geschwindigkeit, die höchste Geschwindigkeit, die es gibt. Jetzt sind wir wieder bei uns in dem C-Quadrat. Eigentlich C hoch 4. Ja. Das ist das Alternieren im Einheitskreis, das genau genommen ein rein statisches Gleichzeitigsein von unendlich vielen Blickwinkeln ist. Genau. Das ist selbst übrigens, dieses Selbstgespräch sagt alles. Es befindet sich jetzt ein Summa summarum dieses kompletten Offenbarung in einer extrem einfachen Sprache und was für dich wie wichtig ist, dass du zuerst einmal die Einfachheit verstehst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Alles, was du denkst, ist, wenn du es denkst, weil du es denkst, so wie du es denkst. Alle Gedanken als Ding an sich haben keine Empfindungen. Sie haben kein Bewusstsein und dann doch wieder, der widerspricht sich ja laufend, du bist das Bewusstsein für alles, was du dir denkst. Ja. Wenn du das erkennst, und das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit intellektuellem Wissen, da muss ich kein Hebräisch, keine Physikbücher kennen, es ist ganz leicht von dir selbst erkennbar. Wie meine ich das? Du musst dir nur bewusst machen, dass du nicht die Möglichkeit hast, an dich zu denken, ohne dich zu einer Existenz zu machen. Und dass egal an was du denkst, an dir selbst sich noch nie irgendetwas verändert hat, die 200 Gramm rote Gnede. Ob du dich als Kind denkst, als Jugendlicher denkst oder gar nicht an deinen Körper denkst,
denken, überlegen, Lügen verbreiten. Das passiert in diesem Spiel. Du machst dich zu dieser Nulllinie, dann sagst du Information, Exformation, innerhalb, außerhalb, aber genau genommen in dem ausgedachten Mittelpunkt, der sich aber wiederum in dir befindet. Diese Sätze verstanden, öffnen dir die Tür zu einer vollkommen neuen Welt. Und es nützt nichts, wenn du glaubst, du hättest verstanden, weil jetzt kommen, wir sind immer noch in der Praxis der Führerschein, Theorie und Praxis. Ich werde dir jetzt, ab jetzt, immer jetzt, beweisen, wie viele Kleinigkeiten, wie viel Bibifax sich in dir auftauchen lassen, wo dein Ego, von dem du meinst, du hast es überwunden, ganz massiv noch reagiert. Ich werde dir deine eigene Unbewusstheit vor Augen führen. Bist du wirklich mit einem Lächeln, ich sage immer wieder, was meinst du, wie Spaß ich mit meinem Udo habe? Aber mit Kleinigkeiten. Und dann schmunzel ich. Sich der eigenen Vergesslichkeit bewusst werden. Es ist wirklich so. Ich, als Udo, jetzt normal unter Bröseln gesprochen, ich bin sowas von vergesslich. Aber mir wird bewusst, dass ich vergesslich werde. Und es geht um das Bewusstsein und nicht um die Dinge, die du denkst. Weil es ist immer noch, man müsste meinen, man muss Besitz. Das ist immer das Besitzen, was du besitzt. Das besitzt dich. Nicht du besitzt es, es besitzt dich, solange du materialistisch denkst. Weil Besitz ist etwas, wo du nicht loslassen willst. Bis du erkennst durch Holofeeling, dass mir ja alles, mir, was ist mir? G hört. Das sind die Ohrenbarungen. G-E-Quadrat hört. Nur er hört. Er, G-E-Quadrat. Niemals irgendein Gedanke. Ein Gedanke kann nichts hören, er kann nichts sehen, er kann nichts empfinden. Und er kann nur das wissen, was ich in die Kiste mir reindenke. Und es ist wirklich ganz, ganz geistlos zu glauben, wenn du dir einen ausdenkst, der wüsste mehr wie du. Eine Figur in einem Traum, die von dir geträumt wird, kann nie mehr wissen wie der, der sich die Figur ausdenkt. Eine Figur, die in einem Roman beschrieben wird, kann nie mehr äußern als Romanfigur, wie der Autor, der eigentliche Autor, der diese Figur erschafft, die Protagonisten und die Antagonisten. In diese imaginären, ausgedachten Figuren sich hineindenkt, was die äußern in seiner Geschichte und so weiter und so fort. Und wenn du diese Metaphern verstanden hast, dann bist du einen ganzen, ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Und das Zauberwort ist die rote Liebe. Die rote Liebe ist schlichtweg und einfach die große Erkenntnis, dass die nicht in Verbindung steht mit irgendwas Existierendes. Das sind so Sätze, die ganz wichtig sind. Alles, was du sagst, das liebe ich, was dann, und du denkst dann an irgendetwas. So vergänglich wie diese Erscheinungen sind, auch wenn du bemüht bist, die ständig zu wiederholen. Die werden sich auflösen, die werden verschleißen und genauso verschleißt sich diese Liebe. Aber die rote Liebe ist das, woraus all diese Dinge, die du liebst und die, die du hast, wo die herkommen und wo sie wieder hingehen, wenn sie von dir nicht gedacht werden. Und das bin ich und das bist du. Bingo. Ja. Ja. Und das ist jetzt das, so lassen wir das insgesamt und dann kann man Schluss machen. Und jetzt kann ich nicht einmal zwanghaft das ausschalten, weil ich das nicht aufgenommen habe. Ah ja, ich. Ja. Ich, ja, alles, das bleibt alles an dem Ich hängen, an dem roten Ich hängen. Normalerweise könnte ich jetzt noch schnippen und ihr seid weg, aber ich bin jetzt wirklich bloß ein ausgedachter Brüsseler von der Aufnahme. Ja. Aufnahme. Wenn ich etwas aufnehme, nehme ich das zurück? Genau. Das ist es, ja. Und wenn ich was Neues haben will, muss ich es wieder ausgeben. Ausspucken. Aber der Geist ist eben. Eben, die ja. In der aufgespannten Raumzeit, AUS blau gelesen, ist der Geist, der eigentlich eben ist. Ja. Wenn man immer schön in der Symmetrie, in der Balance bleibt. Wenn man der ist, der wie ich dick im Zentrum ist. Und der flackert dann ganz leicht um sich rum, aber immer bewusst. Jetzt lassen wir es gut sein. Helga, schalt aus. Mach mich weg. Danke. Mach uns weg. Mache ich. Bau uns wieder in